Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Wissenschaft der Kriminalistik stumme Zeugen zum Sprechen bringt. Jeder der Gegenstände hier, wie diese aufgebrochenen Panzerschränke, hat einmal seine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei mit dem Verbrechertum führen muss. Die Aufklärung eines schwierigen Falles hängt davon ab, wie die Erfahrung, der Instinkt und die Hartnäckigkeit der Polizei sich mit der methodischen Sorgfalt der Kriminalisten verbinden, also jenes Stabes von Wissenschaftlern, deren oberste Zentrale das Bundeskriminalamt ist. Die Einbruchswerkzeuge, Waffen, Gaunerrequisiten, Mordinstrumente, Schmuggelgeräte, die Polizeifotos von Verbrechen, Tatortskizzen und Indizien dieser Lehrmittelsammlung sind alle einmal befragt worden. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Und heute zeigen wir Ihnen die Geschichte dieser Postanweisung. Lohmeier, sind Sie's? Ja. Kommen Sie doch wieder mal rüber. Ist das rein, Chef? Die Post hat eben durchgerufen. Ein Geldbriefträger ist von seinem Dienstgang nicht zurückgekommen. Seit 5 Stunden überfällig. Um 1 Uhr hätte er am Amt abrechnen müssen. Jetzt ist es bereits 6. Was haben wir denn damit zu tun? Die Post hat doch ihren eigenen Überwachungsdienst. Anscheinend kommen die Herrschaften nicht weiter. Und wenden sich gleich ans Morddezernat. Als wenn wir nicht schon genug zu tun hätten. Die haben es doch viel leichter als wir. Die brauchen doch nur in ihren Listen nachzusehen, wo der Mann überall Geld hinbringen sollte. Und dann an den einzelnen Stellen nachfragen, ob er auch dort war. Habe ich auch gedacht. Aber solche Listen existieren nicht. Ein Geldbriefträger bekommt früh die Postanweisung für seinen Bezirk zugeteilt, holt sich bei der Kasse die Gesamtsumme und rechnet nach seiner Rückkehr unter Vorlage der unterschriebenen Anweisung dort wieder ab. Dann weiß die Post gar nicht, wo der Mann im Einzelnen war? Genau. Sie hat nur vermerkt, dass Herrn Seidel, so heißt der gesuchte Geldbriefträger, 11.374 Mark und ein paar Pfennige mit auf den Weg gegeben hat. Vielleicht ist er geflitzt. Ist kaum anzunehmen. Der Mann ist 63, wird in 2 Jahren pensioniert, hat guten Leumund. So eine Dummheit ist ihm eigentlich nicht zuzutrauen. Kann man's wissen? 11.000 Mark wäre für ihn doch ein ganz schöner Zuschuss zur Altersversorgung. Und wenn er mit dem Geld durchgegangen ist, endet seine Altersversorgung im Gefängnis. Soll aber schon vorgekommen sein. Wahrscheinlich taucht er in 2 Stunden wieder auf und erzählt das traurige Märchen vom bösen Unbekannten, der ihn niedergeschlagen und beraubt hat. Hoffen wir, dass er wieder auftaucht. Schließlich sind in den letzten 5 Jahren 3 Geldbriefträger überfallen worden, die leider der Tote daran gehindert hat, noch irgendwelche Märchen zu erzählen. Was hat sich die Post eigentlich gedacht, wie wir den Mann finden sollen? Ohne den geringsten Anhaltspunkt. Doch, den haben wir. Eine Zigarre mit Bauchbinde. Was? Der vermisste Postbeamte hat heute früh noch seinen Kollegen erzählt, dass er zu einer Firma Geld bringt, wo ihm der Kassierer ihm eine Zigarre mit Bauchbinde schenkt. Kennt man die Firma? Ja. Ritter & Co., ein Pelzgeschäft. Einer vom Postüberwachungsdienst war schon dort. Seidel hat den Pelzleuten 2746 Mark gebracht. Da das schon früh um 8:30 war, muss das Geschäft ziemlich am Anfang von seiner Tour liegen. Leider verläuft ab da jede weitere Spur im Sande. Aber damit ist wohl ziemlich klar, dass er nicht mit dem Geld durchgebrannt ist. Wo wohnt denn dieser Herr Seidel? Margaretenstraße 14. Der ist nicht zu Hause. Weggegangen? Nein, der ist heute noch gar nicht zurückgekommen. Ist irgendwas mit ihm? Gar nichts, was soll sein? Ich wollte ihn nur was fragen. Ich habe mich nämlich auch schon gewundert, dass er heute nach Dienstschluss noch nicht nach Hause gekommen ist. Das macht er sonst nie. Sie haben ihn heute noch gesehen? Ja, bevor er in Dienst ging. Er frühstückt doch immer bei mir in der Küche. Und dann hat er mich noch gebeten, dass ich ihm ein Brot mitbringen soll. Und er hat nichts gesagt, dass er vielleicht verreisen will oder was Ähnliches? Keine Silbe. Seit 4 Jahren, seit seine Frau tot ist, wohnt er bei mir hier in Untermiete und ist noch nie verreist. Naja, das wär's dann im Moment. Wenn Herr Seidel kommen sollte, dann möchte er doch hier gleich mal anrufen. Was jetzt noch? Ist doch schon nach 9. Das macht nichts. Da kann man die ganze Nacht jemand erreichen. Wiedersehen. Wiedersehen. Kriminalobermeister Lohmeier.
Also, Wiedersehen, Meister. Um 17 Uhr hole ich euch wieder ab. Ja, aber vergessen Sie das nicht, denn heute ist schließlich Sonnabend. Keine Angst, ich will auch Feierabend machen. Warum nicht arbeiten bis heute Nacht? Du hast Nerven, weil Wochenende ist. Meine Frau macht mir sowieso schon die Hölle heiß, weil ich jeden Abend zu Hause bin. Aber wir doch dadurch viel Geld verdienen. Schwarzarbeit macht sich immer bezahlt, ist doch klar. Keine Versicherungsbeiträge, keine Steuern, aber zu viel ist es zu viel. Die ganze Woche, Mensch, von nachmittags bis abends um 11. Mir langt's. Mir macht nichts, Amico. Ich nichts Frau, ich nichts Kind. Ich nur Amore und Vino. Ja, Amore und Vino. Vino, das ist eine gute Idee. Hier hast du 4 leere Pullen. Und mal neue Bier. Hier ist Geld. Grazie, ich schon ganz eilig. Antonio, schon wieder Durst? Ich habe immer Durst, Signora. Wie weit seid ihr denn mit dem Zimmer im ersten Stock? Morgen ist bestimmt schon alles fertig, Signora Langefeld. Ich bin ganz sicher. Na, wenn ihr so viele Frühstückspausen macht, dann sehe ich schwarz. Ah, dafür wir arbeiten ganz schnell. Ja, ganz schnell. Tag, Sie sind's, Frau Langenfeld. Ich dachte schon, Tonio wär's. Ja, dann habe ich jeden getroffen, der holt schon wieder Bier. Ich muss Ihnen sagen, Herr Blümlein, Sie machen sich reichlich bequem mit Ihrer Arbeit. Ihr Chef hat mir fest versprochen, dass das Haus bei der Rückkehr von Frau Seewald fix und fertig ist. Und das ist bereits in knapp einer Woche. Ach, da machen Sie sich mal keine Sorge. Wenn wir nächste Woche wieder jeden Abend dranhängen, schaffen wir das gleich. Ja, das will ich auch hoffen. Herr Blümlein! Wenn es klingelt, dann machen Sie bitte auf. Und rufen Sie mich. Ich bin unten im Keller in der Waschküche. Ich muss noch die Gardinen waschen. Wird gemacht, Frau Langenfeld. Hallo? Hallo, ist dort die Polizei? Ja, ein toter Mann liegt im Keller. Nein, ich glaube nicht, dass ich mich geirrt habe. Er ist tot. Im Keller in der Waschküche. Steinerstraße 54. Nein, das ist meine Adresse. Hubertus Allee 22 bei Seewald. Ja, aber bitte kommen Sie rasch. Vielleicht hilft Ihnen das weiter, Herr Marquardt. Der Ausweis war in seiner Rocktasche. Danke, Doktor. Stimmt leider. Schauen Sie sich das Foto an. Das ist der Geldbriefträger. Hans Seidel, 63 Jahre. In 2 Jahren wäre er pensioniert worden. Ein Grund mehr, den zu finden, der ihm das nicht gegönnt hat. Konnten Sie schon die Todesursache feststellen? Wahrscheinlich Schädelfraktur durch einen harten Schlag. Eine Platzwunde am Hinterkopf lässt darauf schließen. Genaueres auch über den Zeitpunkt des Todes erst nach der Obduktion.
Wann kann ich den Bericht kriegen? Morgen früh. Danke, Doktor. Ich glaube nicht, dass der Mann hier in der Waschküche getötet worden ist. Wenn Sie ihn sich ansehen, er liegt genau auf dem Rücken. Die Arme angelegt und die Beine ausgestreckt. Er ist bestimmt erst nach seinem Tod hierher gebracht worden. Das sieht fast so aus. Naja, Sie werden es schon rauskriegen. Ich gehe jetzt nach oben mal sehen, was die Leute mir zu erzählen haben. Vielen Dank, ich brauche Sie nicht mehr. Lohmeier, Sie überwachen unterdessen hier alles weitere. Kommen Sie, Frau Langenfeld. Jetzt kochen Sie sich erstmal einen schönen Kaffee und dann reden wir weiter. Gerne, Herr Kommissar. Die Tür hier, Herr Lohmeier, die zum Gartenhaus führt, ist abgeschlossen. Kein Schlüssel. Das Schloss ist verrostet, wurde aber vor kurzem frisch geölt. Fingerabdrücke? Nein. Wie lange sind Sie schon mit Frau Seewald befreundet? Schon seit unserer Schulzeit. Wir waren zusammen auf dem Lyzeum. Und als wir dann beide heirateten... Sie sagten vorhin, Frau Seewald ist Witwe. Was machte Ihr Mann beruflich? Er war Chemiker in einem großen Werk. Dr. Fritz Seewald. Sind Kinder da? Ja, ein Sohn, Horst, 25. Moment mal. Das hier ist er. Hm. Wohnt er hier im Haus? Nein, der ist schon selbstständig. Makler. Vermittelt Grundstücke, vermietet Wohnungen. Sondern wohnt nicht mehr zu Hause. Welch erwachsene Sohn lässt sich schon gern von seiner Mutter die Karten gucken? Da haben Sie recht. Danke. Hier? Ja, dann wohnt also Frau Seewald ganz allein hier in dem Haus? Ja, seit dem Tod ihres Mannes. Vor 2 Jahren. Und als mein Mann fast zur gleichen Zeit starb, da haben wir uns wieder enger zusammengeschlossen. Deshalb betreue ich auch ihre Wohnung hier, während sie Ferien macht. Herein. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Herr Lohmeier möchte den Schlüssel für die Waschhaustüre haben, die zum Garten hinausführt. Ich hole ihn gleich. Er hängt in der Diele. Du liebe Güte, der Kaffee. Das Wasser muss schon längst kochen. Ein Augenblick, ich bin gleich wieder da. Was gefunden? Nicht viel, nur die Zigarre auf der Diele. Aha, mit Bauchbinde. Wo ist denn Lohmeier? Er verhört oben die beiden Maler. Also, Sie haben gestern hier gearbeitet. Wo? Erst waren wir im Schlafzimmer von Frau Seewald und als wir da fertig waren, haben wir hier angefangen. War sonst noch jemand im Haus? Nee, kein Mensch. Frau Seewald ist ja verreist. Aber heute zum Beispiel ist doch auch Frau Langenfeld da. Aber gestern nicht. Nur manchmal, sie kommt ganz plötzlich, weil sie hat Angst. Angst? Wovor hat sie Angst? Dass wir machen nichts Arbeit. Nur Pause und trinken Bier. Quatsch doch nicht so dämlich, Tonio. Sie kommt eben ab und zu mal her, um nach dem Rechten zu kicken. Naja, oder den Dreck wegzumachen, wenn wir mit den Zimmern fertig sind. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Wo waren Sie gestern in der Zeit zwischen 9:30 und 12? In welchem Zimmer? Waren Sie immer beide hier oder hat vielleicht einer von Ihnen Bier geholt? Wenn ja, wie lange war er weg? Bitte, meine Herren, überlegen Sie es genau. Ich erwarte eine präzise Antwort. Na? Wir haben gestern in der Oberwaldstraße gearbeitet, auf dem Neubau. Aber Sie haben doch immer behauptet, Sie waren hier. Das waren wir ja auch. Sie haben uns ja nicht gefragt, um welche Zeit. Wir immer nur kommen Nachmittag 6 Uhr und bleiben bis in Nacht 11. Hier Schwarzarbeit, viel Geld. Aber Sie werden es doch nicht verraten. Bitte, Herr Kommissar. Was Sie in Ihrer Freizeit machen, ist mir egal. Aber ich werde nachprüfen, ob Ihre Aussagen stimmen. Das können Sie ruhig. Fragen Sie unseren Meister, Herrn Kurzbach. Der wird Ihnen das Wort für Wort bestätigen. Herr Lohmeier, kommen Sie mal einen Moment. Der ist nett. Deine Miet möchte ich haben. Der quetscht uns hier aus nach Strich und Faden und du sagst, der ist nett. Ach, lass uns doch ein Bier trinken. Mensch, Bier, ihr könnt ja nicht kleben. Wann sind Sie beide oder einer von Ihnen das letzte Mal im Keller gewesen? Im Keller? Das muss so vor 8 Tagen gewesen sein. Da war ich mit Frau Langenfeld unten. Sie meinte, dass wir den Keller vielleicht auch noch machen sollten. Aber dann sagte sie, das wäre nicht nötig. Und seitdem sind wir auch nicht mehr unten gewesen. Wo ziehen Sie sich denn um? Holen Ihr Wasser und so weiter? Umziehen immer gerade da, wo wir arbeiten. Und Wasser holen wir immer aus der Küche. Und es ist bestimmt keiner von Ihnen im Keller gewesen? Nö. Wozu auch? Ich war nur einmal weg. Bier holen. Bier und Gulasch, meine Herren, das ist doch was sehr Schönes, was? Gulasch? Ich verstehe mal Gulasch. Weil hier 2 Büchsen Gulasch drin sind. Wohl für jeden von Ihnen eine. Oder kennen Sie die Tüte nicht? Nie gesehen. Dann muss wohl ein Geist die beiden Büchsen aus dem Vorratsraum im Keller geklaut haben. Dort fehlen sie nämlich. Die Stellen, wo sie gestanden haben, sind in dem verstaubten Regal noch deutlich sichtbar. Sie können aber auch schon gestern gestohlen worden sein. Und gestern ist in diesem Haus ein Mann erschlagen worden. Aber Herr Kommissar, die Büchsen kann ja auch ein ganz anderer genommen haben. Da niemand außer Ihnen im Hause war, kommt also wieder nur unser Geist in Frage. Allerdings ein sehr dummer Geist, muss ich sagen. Er hat nämlich die beiden Büchsen aus dem Keller geholt, hier in dieses Zimmer geschafft, die Tüte mit Farbe beschmiert und dann aus dem Fenster geworfen. Denn genau unter diesem Fenster ist sie nämlich gefunden worden. Hier. Die Farbe ist noch ganz frisch. Moment mal.
Wollen doch mal sehen, aus welchem Farbtopf sie stammt. Ah, hier. Perlweiß. Komm. Sie haben mir nichts zu sagen, meine Herren. Gut. Sie leugnen also weiter, gestern oder heute im Keller gewesen zu sein. Sie leugnen sogar in einem Fall, wo es um die Aufklärung eines Mordes geht. Muss mir da nicht der Gedanke kommen, dass Sie etwas zu verbergen haben? Etwas viel Schlimmeres als den Diebstahl von 2 Gulaschdosen? Vielleicht sogar einen... Nee, Herr Kommissar, damit habe ich nichts zu tun. Bestimmt nicht. Das verspreche ich Ihnen. Ich gebe ja ehrlich zu, dass ich die beiden Dosen da geklaut habe, aber deshalb können Sie mir doch keinen Mord in die Schuhe schieben. Das ist mir völlig rätselhaft, Herr Kommissar. Der Schlüssel zum Garten von der Waschküche hängt immer in der Diele am Schlüsselbrett. Und heute auf einmal ist er nicht mehr da. Dabei wird er sowieso nicht mehr gebraucht. Warum denn nicht? Ach, das Schloss geht nicht mehr richtig, ist völlig verrostet. Außerdem wird da unten so wenig gewaschen, seit Frau Seewald allein ist. Was fällt da schon groß an Wäsche an? Ja, da war es hier direkt ein Glück, dass Sie gerade heute waschen wollten. Ein Glück nennen Sie das? Für mich war es entsetzlich. Entschuldigen Sie, so habe ich es natürlich nicht gemeint. Ich habe nur daran gedacht, wenn die Waschküche so wenig benutzt wird, das wohl möglich... Das wäre ja furchtbar gewesen. Meine Freundin vom Urlaub zurückgekommen wäre und da unten wäre noch immer gar nicht auszudenken. Na, jetzt denken Sie mal nicht mehr daran. Ach ja, ich vergesse. Sonst vermissen Sie keine Schlüssel. Hausschlüssel zum Beispiel. Davon müssen doch eine ganze Menge unterwegs sein, wo Sie mir erzählt haben, wer hier so alles ein- und ausgeht. So schlimm ist es auch wieder nicht. Wie viele Schlüssel zum Beispiel haben Sie, Herr Kommissar, von Ihrer Wohnungstüre, falls Sie ein Sicherheitsschloss haben? Ich? Lassen Sie mich mal nachdenken. Nicht nötig, Sie haben 3 Stück. So? Na, einen habe ich und je einen... Meine Frau und meine Tochter, ja, Sie haben recht, stimmt genau. Aber wieso wissen Sie das? Das ist ganz einfach. Für ein Sicherheitsschloss werden von der Herstellungsfirma immer nur 3 nummerierte Schlüssel geliefert. Jeder andere muss extra angefertigt werden. Und das ist den Leuten meistens zu umständlich. An Ihnen ist ja direkt ein Kriminalist verloren gegangen. Danke. Aber zu Ihrer Beruhigung, zu diesem Haus existieren auch nur 3 Schlüssel. Und wer hat die? Ja, einer würde die Frau Seewald, das heißt, wenn sie hier ist. Im Augenblick hat ihn ihr Sohn, der sieht alle paar Tage nach der Post, um sie ihr nachzuschicken, was wichtig ist. Den zweiten hat der Malermeister Kurzbach, der hier mit den Leuten das Haus renoviert. Und den dritten, den von Bennings, den habe ich. Wer sind denn Bennings? Ach, ein junges Studentenehepaar, die bis vor ein paar Tagen hier gewohnt haben. In dem Zimmer, wo jetzt die Maler arbeiten. Nette junge Leute. Untermieter von Frau Seewald. Ja, die sind ausgezogen, weil sie an irgendeiner anderen Universität weiter studieren wollten. Aber wo, das wussten sie noch nicht genau. Und den Schlüssel von den Bennings, den haben Sie jetzt? Ja, den haben sie mir, wie sie auszogen, am 30. übergeben. Das war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja, vor 5 Tagen. Sie wissen nicht zufällig, wo diese Bennings hingefahren sind. Haben Sie eine Adresse hinterlassen? Nein, gar nichts. Sie haben vorhin erzählt, von dem Sohn von Frau Seewald, der jetzt den Schlüssel von... seiner Mutter hat. Wann haben Sie ihn hier zum letzten Mal gesehen? Das war Anfang der Woche, am Abend, als er die Post holte und... Ja, und? Darüber möchte ich lieber nicht reden. Ist auch bestimmt nicht wichtig für Sie, Herr Kommissar. Liebe Frau Langenfeld, bitte erzählen Sie mir alles. Glauben Sie mir. Es ist oft die kleinste Kleinigkeit, für den Außenstehenden etwas völlig Unwichtiges, Nebensächliches, was uns weiterhelfen kann. Also ich habe vor ein paar Tagen Horst zur Rede gestellt wegen einer bestimmten Sache und seit der Zeit geht er mir aus dem Weg. Wegen was für einer Sache? Frau Seewald hat im Keller immer einen kleinen Vorrat an Alkohol, Wein, Cognac, ein paar Flaschen Rum für einen Grog, wenn sie mal erkältet ist. Ja, und da hat der liebe Herr Sohn die Abwesenheit seiner Mutter ausgenutzt und ein paar Flaschen für seinen Privatbedarf abgezweigt. Wenn es nur ein paar Flaschen gewesen wären. Aber er hat den Keller regelrecht geplündert. Und deshalb habe ich ihm Vorwürfe gemacht. Schließlich verdient er das Mehrfache von dem, was die Pension für deine Mutter ausmacht. Vor 2 Tagen, da habe ich das letzte Mal den Keller kontrolliert. Da war alles weg. Bis auf den Rum. Naja, der scheint ihm anscheinend nicht zu schmecken. Scheint ein recht flotter junger Mann zu sein, was? Darüber möchte ich mich nicht äußern. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn das mein Sohn wäre. Na, was wäre dann? Dann würde ich mal ordentlich die Leviten lesen. Der hat doch die ganzen Flaschen nur mitgenommen, weil er wahrscheinlich wieder mal ohne Geld da sitzt. Doch kein Zustand für einen 25-jährigen Menschen. Es ist ja nicht Ihr Sohn, Frau Langenfeld. Gott sei Dank. Meine Mutter macht eine Gesellschaftsreise, eine Mittelmeerkreuzfahrt. Als sie vor 3 Wochen abgeflogen ist, hat sie mir einen Schlüssel vom Haus gegeben und mich gebeten, ihr die wichtigste Post nachzuschicken.
Die letzte habe ich gestern aufgegeben, nach Beirut, Hotel St. George. Waren Sie gestern im Haus Ihrer Mutter? Ich glaube ja, warten Sie mal. Um wie viel Uhr genau? Wie soll ich das heute noch wissen? So vergesslich? Ich habe schließlich mehr zu tun, als immer auf die Uhr zu gucken, wo ich gerade bin. Schade. In Ihrem Falle besonders bedauerlich, dass Sie sich so gar nicht mehr erinnern können. Wird Sie auch Ihr Gedächtnis im Stich lassen, wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie gestern Vormittag im Keller waren? Na, was sollte ich denn da? Natürlich nicht. Außerdem hole ich mir immer abends die Post. Tagsüber lässt mir mein Geschäft kaum eine Minute Zeit. Wie schön für Sie, dass es so floriert. Was soll eigentlich die ganze Ausfragerei? Da schickt mir die Kriminalpolizei unangemeldet einen Beamten in die Wohnung? Der Beamte heißt Lohmeier und er hat sich auch vorgestellt. Ich frage Sie vorhin, was Sie von mir wollen. Sie sagen nur ein paar Auskünfte. Was soll denn jetzt eigentlich das ganze Theater? Wenn hier jemand Theater spielt, Herr Seewald, dann tun Sie es doch. Warum sehen Sie denn gleich rot? Nur weil ich Sie gefragt habe, ob Sie gestern Vormittag im Keller waren. Na, ich war aber nicht unten. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen? Wenn ich doch nur den Grund wüsste, warum Sie so hartnäckig leugnen, im Keller gewesen zu sein. Wo ich doch so genau weiß... Ja, selbst wenn. Wer hätte es Ihnen denn verraten sollen, wo doch kein Mensch da war, der mich hätte sehen können? Kein Mensch. Aber diese Rumflasche, die stand nämlich vorgestern noch im Keller. Bemühen Sie sich nicht um eine neue Ausrede. Sie werden bestimmt so schnell keine finden. Ich gebe Ihnen dazu bis Montagvormittag Zeit, um 10 Uhr. Bitte nicht vergessen. Dann können Sie meinem Chef alles persönlich erzählen. Hier die Adresse seines Büros. Sie gestatten? Ach ja, fast hätte ich es vergessen, weshalb ich hauptsächlich gekommen bin. Ich wollte Sie fragen, ob Ihnen der Mann bekannt war, der tot im Keller lag. Auf Wiedersehen. Hallo Peter, hier ist Horst. Du, ich muss Sie dringend sprechen. Ja, ich habe da eine äußerst unangenehme Sache, da könntest du mir sehr helfen. Je schneller, desto besser, jede Minute ist wichtig. Ich setze mich ins Auto und komme sofort. Wiedersehen. Nach dem, was Sie mir da erzählt haben, scheint der Seewald ein ziemlich undurchsichtiger Knabe zu sein. Auf jeden Fall lügt er. Dass er gleich auf Ihren Trick mit der Rumflasche reingefallen ist, spricht allerdings wieder für ihn. Einem routinierten Verbrecher wäre das nicht passiert. Denn solche Flaschen gibt es schließlich in jedem einschlägigen Geschäft zu kaufen. Aber der Rum fehlte doch tatsächlich. Unten im Keller, ich weiß. Aber wie wollen Sie ihm das beweisen? Der eine von den Malern zum Beispiel hat ja auch unten geklaut. Und warum könnte der nicht genauso... Eben nicht. An der Rumflasche sind ja Seewalds Fingerabdrücke. Da lässt man uns seit 2 Jahren nichts unversucht, einem Menschen logisches Denken beizubringen. Und das ist der Erfolg. Was stimmt denn nicht? Wir nehmen an, dass Seewald die Flasche unten geklaut hat. Er aber behauptet, sie gekauft zu haben und bezichtigt den Maler des Diebstahls. Ist das klar? Sonnenklar. Was für Fingerabdrücke sind denn auf Seewalds Flasche? Seine eigene natürlich. Und auf der Flasche, die der Maler geklaut haben soll? Die vom Maler. So, nun bringen Sie mir mal die Flasche von dem Maler. Sie haben recht, diese Flasche existiert ja gar nicht. Also können auch gar keine Fingerabdrücke dran sein. Kapiert? Ja. Aber trotzdem schade, wo ich doch Fingerabdrücke so liebe. Ich muss Sie wiederum enttäuschen. Denn eines hat die Untersuchung um Seewalds Schnauze mit Sicherheit ergeben. Der Mörder hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Diese Handschuhe sind beim Durchkämmen des Gartens in einer Mülltonne gefunden worden. Müssen Sie denn unbedingt vom Täter sein? Ich würde sagen, mit an Bestimmtheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Denn wer streut schon Mehl in seine Handschuhe, wenn er nicht auch innen alle Spuren verwischen will? Und legt dann das hier auch noch dazu. Einen Totschläger. An dem Blut von dem ermordeten Seidel festgestellt werden konnte. Damit hätten wir also bis jetzt das Opfer, die Tatwaffe und das Motiv. Fehlt also nur noch der Täter. Der es allerdings bisher geschickt verstanden hat, alle Spuren zu verwischen. Außerdem fehlt noch das Geld. Nach Abzug der bereits ausgezahlten Postanweisungen müssten es noch genau 8.120 Mark sein. Aber das interessiert mich im Moment am wenigsten. Bitte sehr. Danke. Sie wollten doch noch mal die Maler überprüfen lassen, Chef, ob Sie tatsächlich gestern Vormittag auf dem Neubau gearbeitet haben. Habe ich bereits. Ja, Sie sind dort gewesen. Einwandfreies Alibi. Ich glaube, die können wir ruhig ausklammern. Aber das hier, was ich eben bekommen habe, ist nicht uninteressant. Die angeforderten Recherchen über unseren Musterknaben Seewald. Betrugsanzeige von Dr. Rudolf Weiland gegen den Makler Horst Seewald betrifft Immobilienschwindel. Na, ganz schön schon. Zahlungsbefehle, einstweilige Verfügung, Gerichtsvollzieher. Aber letzten Endes hat er doch stets bezahlt. Aber immer erst unter Androhung einer Gefängnisstrafe. Sagen Sie, was Sie wollen. Der Mann ist mir recht sympathisch. Denn schließlich ist er der Einzige, bei dem ich nicht mehr so ganz im Dunkeln tappe. Ich hoffe, der Herr wird mir noch einiges erzählen können.
Und da ich ein vorausdenkender Mensch bin, habe ich ihn bereits in Ihrem Namen für Montag früh um 10 Uhr hierher eingeladen. Eine feine Umschreibung dafür, den Kerl auf mich abwälzen zu wollen. Aber kein Gedanke, Chef. Schließlich wissen Sie selbst am besten, wie gern ich arbeite. Und dann mache ich ihm bestimmt eine große Freude, wenn ich Sie ab Montag früh auf das Studentenehepaar Benning ansetze. Warum eigentlich? Die sind doch schon vor 5 Tagen ausgezogen und machen Ferien. Trotzdem. Bei der üblichen Routinenachfrage ist eruiert worden, dass die beiden ja gar nicht polizeilich gemeldet waren. Guten Tag. Guten Tag, bitte. Mein Name ist Lohmeier. Ich komme mit einer Bitte. Ich suche die Adresse eines Studentenehepaars, das hier bei Ihnen belegt hat. Jochen und Christiane Benning. Ja, darf ich fragen, in welcher Angelegenheit es ist? Oh, Kriminalpolizei. Kein Grund zur Aufregung. Ich brauche das Ehepaar lediglich für eine Auskunft. Es handelt sich dabei um eine Sache, bei der die beiden mir eventuell behilflich sein könnten. Ja, gerne. Ich schaue gleich mal nach. Den Benning kenne ich, aber der ist nicht verheiratet. Hier ist die Karte. Jochen Benning, Herne, Westfalen, Bismarckstraße 6. Und die hiesige Adresse? Ja, die ist leider nicht eingetragen, wahrscheinlich vergessen worden. Aber vielleicht kann mein Freund Ihnen helfen. Der kennt die Bennings nämlich. Ernst, komm doch mal her. Herr Ulrich, mein Kommilitone, Herr Lohmeier von der Kriminalpolizei. Sie kennen die Bennings, Herr Ulrich? Ja, Jochen Benning, wenn Sie den meinen, aber der ist nicht verheiratet. Ach. Aber da gibt es doch noch Christiane, auch Studentin und... Das ist eine Freundin, die hat ja auch belegt, Germanistik. Sie kennen Herrn Benning schon lange? Ungefähr 5 Semester. Er kam damals aus Westdeutschland von der Uni in Bonn, hat sich dann hier immatrikuliert. Ich glaube, hauptsächlich wegen Bares. Herr Ulrich, ich möchte hier nicht stören. Könnten wir uns vielleicht einen Moment draußen unterhalten? Aber gern. Danke. Da bin ich ja ganz falsch informiert. Und ich dachte immer, die beiden sind verheiratet. Nur befreundet, aber schon lange. Vielleicht haben Sie sich Zimmervermieterin, sind darauf sehr komisch. Wem sagen Sie das? Ich bin auch Junggeselle. Aber um nochmal auf Jochen Benning zurückzukommen, wissen Sie zufällig, ob er noch hier ist oder vielleicht nach Hause gefahren? Na, das glaube ich nicht. Am letzten Tag vor Semesterschluss hat er mir erzählt, dass er in die Türkei will. Er ist genau wie ich Kunstgeschichtler und in Anatolien werden jetzt gerade Ausgrabungen gemacht. Und Fräulein Christiane? Ob die mitgefahren ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber warten Sie mal, Ihre Freundin, die Moni von Wiese, die muss es wissen. Kann man die irgendwo erreichen? Ja, sie müsste im germanistischen Seminar sein. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Die Gänge hier sind nämlich der reinste Irrgarten. Ich bin nur froh, Herr Kommissar, dass meine Mutter noch in den Ferien ist. In 4 Tagen, wenn sie zurückkommt, ist vielleicht über die ganze unangenehme Geschichte schon etwas Gras gewachsen. Finden Sie es nicht etwas leichtfertig formuliert, einen Raubmord so einfach als unangenehme Geschichte abzutun? Außerdem, dass in 4 Tagen Gras darüber gewachsen sein wird, wage ich zu bezweifeln. Ich meinte ja auch nur, dass meiner Mutter das Ganze drum und dran, Untersuchungen, Laufereien und Verhöre erspart bleiben. Zigarette? Nein, danke. Herr Seewald, ich habe Sie hierher gebeten. Ich wollte mir mal ein persönliches Bild von Ihnen machen. Nur muss ich bedauerlicherweise feststellen, dass es genau in den Rahmen passt, den ich mir nach Ihren Akten vorgestellt habe. Wieso? Bin ich nicht offen und ehrlich zu Ihnen gewesen? Habe ich nicht gleich zugegeben, dass ich im Keller war und mir eine Flasche rumgeholt habe? Da wir es Ihnen beweisen konnten, wäre es nur dumm gewesen, es noch länger zu leugnen. Aber ich kenne da manches andere, was kein günstiges Licht auf Sie wirft. Zum Beispiel die Betrugsanzeige eines gewissen Dr. Weiland. Bereits erledigt, Herr Kommissar. Seit gestern hat der Mann sein Geld und daraufhin natürlich die Anzeige zurückgezogen. Hier ist die Quittung über 6.000 Mark. Donnerwetter. Da haben Sie aber schnell geschaltet. Schnell schalten gehört zu meinem Beruf, Herr Kommissar. Und darum weiß ich auch, was Sie mich jetzt fragen werden. Ja, was denn? Ob es sich dabei nicht um das Geld des ermordeten Postbeamten handeln könnte. Auch dagegen bin ich gewappnet. Ein guter Freund hat es mir geliehen. Ich habe ihm auch immer sehr geholfen. Sie wissen ja, eine Hand wäscht die andere. Er heißt Peter Kronacher und hat ein Restaurant am Wannsee. Sie können ihn anrufen, er kommt gerne hierher und wird es Ihnen bestätigen. Sie haben aber wirklich an alles gedacht. Sicher haben Sie auch gleich seine Telefonnummer zur Hand. Er hat mir eine Speisekarte von sich mitgegeben. Da steht Telefonnummer und alles drauf. Wenn Sie mal gut essen wollen, ist nicht gerade billig, aber exquisit. Sie heißt Christiane. Christiane Mörsbach. Wenn auch Jochen Benning mit Frau Mörsbach nicht verheiratet ist, so ist das doch noch lange kein Grund, sich deshalb bei Frau Seewald nicht polizeilich anzumelden. Haben Sie eine Ahnung, Herr Lohmeier? Da kennen Sie aber Zimmervermieterin schlecht. Die kommen doch sofort mit wilder Ehe und so. Wenn Sie denen nicht gleich einen Trauschein unter die Nase halten können, brauchen Sie gar nicht erst an der Tür zu klingeln. Da hat er recht. Ein unverheiratetes Paar hat es hier wirklich schwer. Besonders, wenn beide Studenten sind. Aber Herrschaften, halten Sie mich für einen Moralapostel? Darum geht's doch gar nicht.
Ich wollte damit nur sagen, wenn beide polizeilich angemeldet gewesen wären, dann brauchte ich jetzt nicht von Pontius bis zu Pilatus laufen. Was wollen Sie eigentlich von Christiane? Wissen, ob sie mit Jochen Benning in die Türkei gefahren ist. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, das ist alles. Wenn sie sich in letzter Minute nicht überlegt hat, ist sie bestimmt mitgefahren. Sie hat mir versprochen, sofort aus Anatolien zu schreiben. Vielleicht hat sie ihren Eltern ihre Adresse hinterlassen. Wissen Sie, wo Frau Mersbach wohnt? Ja, ich habe sie dort mal besucht. Braunschweig, Schillerstraße Nummer 8. Na, da kann ich ja durchfragen. Aber trotzdem, Fräulein von Wiese, wenn Christiane Ihnen schreiben sollte, geben Sie mir doch bitte Bescheid. Herr Kronacher. Er soll hereinkommen. Bin schon da, bin schon da. Gestatten, Kronacher, Peter Kronacher. Das ist aber schnell gegangen. Wenn es gilt, der Polizei zu helfen, kann man gar nicht schnell genug sein. Außerdem bin ich als Staatsbürger noch dazu verpflichtet. Ist doch selbstverständlich, Herr Kriminalrat. Immer noch Kriminalkommissar. Was, immer noch? Aber ich meine, es wird doch in nächster Zeit doch mal bestimmt, dass Herr Kommissar... Nein. Kommen wir zur Sache, bitte setzen Sie sich. Ja, ich bin so frei. Also bitte, Herr Kommissar, Sie fragen... Ich antworte. Sehr richtig. Wie ich sehe, sind Sie mit der Führung des Verhörens ja bestens vertraut. Sie kennen Horst Seewald? Naja, eigentlich mehr als das. Ich bin mit Herrn Seewald seit vielen Jahren befreundet. Also eigentlich sogar sehr eng befreundet, wenn ich so sagen darf. Sie dürfen, Herr Kronacher. Er hat mir mal vor längerer Zeit in einer sehr unangenehmen Sache geholfen und ich war direkt jetzt glücklich, dass ich mich endlich mal bei ihm revanchieren durfte. Sie verstehen? Ich verstehe. Eine Hand wäscht die andere. Ja, genau das wollte ich sagen, Herr Kommissar. Und ich sehe, Sie reden ein und dieselbe Sprache. Ja, zumindest in Deutsch. Ja. Aber können Sie mir vielleicht verraten, was für einen Freundschaftsdienst Ihnen Herr Seewald damals erwiesen hat? Muss ich das, Herr Kommissar? Ich bin nämlich ein diskreter Mensch. Es war wirklich nur eine ganz private Angelegenheit. Ich schwöre Ihnen, ohne den geringsten kriminellen Hintergrund. Hoffentlich. Also gut, spielt ja im Moment auch keine Rolle. Wichtig für mich ist nur, haben Sie Horst Seewald 6.000 Mark geliehen? Habe ich, Herr Kommissar. Also einem Freund zu helfen, ist für mich Ehrensache. Ich muss sagen, Sie lassen sich eine Freundschaft schon was kosten. 6.000 Mark sind ja immerhin eine respektable Summe. Und die können Sie so einfach aus dem Ärmel schütteln? Naja, so nicht aus meinem Ärmel. Ich schüttle... Wenn Sie gestatten, dass ich mich Ihrer Ausdrucksweise bediene. Ich schüttel das aus meinem Geschäft. Mein Restaurant ist ja schließlich nicht gerade billig. Herr Seewald hat sicher einen Scheck von Ihnen bekommen. Auf welche Bank? Ja, also für den Scheck wäre es bereits zu spät gewesen. Ich habe Horst, ich meine, Herr Seewald brauchte das Geld sofort und ich habe ihm die 6.000 Mark in bar gegeben. In bar? So viel hatten Sie im Hause? Sicher rein zufällig, natürlich. Also nicht zufällig, Herr Kommissar. Ich meine, ein Geschäftsmann muss doch schließlich etwas Kleingeld im Safe haben. Übrigens, ich habe die gleiche Quittung mitgebracht. Ich kenne doch die Kriminalpolizei. Sie ist immer leicht misstrauisch. Wie gut Sie uns kennen, Herr Kronacher. Woher eigentlich? Der eine oder der andere von Ihren Herren kommen manchmal bei mir speisen. Ich war auch schon mal bei Ihnen. So, das freut mich. Und waren Sie zufrieden? Ich meine, Getränke, Bedienung, war alles in Ordnung? Das zu konstatieren, hatte ich leider keine Gelegenheit. Ich war damals nur in meiner Eigenschaft als Beamter der Abteilung Verbotene Glücksspiele bei Ihnen. Aber natürlich, Herr Kommissar, ich erinnere mich. Also Ihr Gesicht kam mir doch gleich so bekannt vor. Aber Sie werden mir doch meine Entgleisung von damals, ich meine, das kleine Spielchen im Hinterzimmer nicht nachtragen. Wie könnte ich? Schließlich haben Sie doch die Angelegenheit anschließend bereinigt. Mit 4 Monaten. Ja, also Herr Kommissar, wenn ich dazu noch etwas bemerken dürfte. Diese 4 Monate wurden zur Bewährung ausgesetzt und ich habe mich bewährt. Und meine Hände sind seit damals vollkommen sauber. Und ich muss sagen, ich bin stolz darauf. Ich kann Ihren Stolz verstehen. Ja, haben der Herr Kommissar vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen an mich? Oder kann ich jetzt wieder gehen? Leider. Selbstverständlich, meine ich. Und was geschieht mit meinem Freund, Herrn Seewald? Der ist nebenan. Den können Sie mitnehmen. Sagen Sie, wo finde ich denn Herrn Benning? Benning, der ist da hinten. Sind Sie Herr Benning? Ja. Wir haben Sie schon in der Türkei vermutet. Wer ist wir? Die Kollegen von der Berliner Kriminalpolizei und... Kriminalpolizei? Seit wann interessiert sich die Polizei dafür, was ein Student in seinen Ferien macht? Wir ermitteln in einer Mordsache. Mord? Was denn für ein Mord? Ein Geldbriefträger ist niedergeschlagen und beraubt worden. In dem Haus, in dem Sie gewohnt haben. Gewerthusallee 22 bei Seewald? Eben da. Das ist ja furchtbar, Wagen. Wann ist denn das passiert? Letzten Freitag. Da kann ich ja von Glück sagen, dass ich vorher ausgezogen bin. Ich weiß.
Aber wo waren Sie während dieser Zeit, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Ein paar Tage in Klinike, das ist ein Vorort von Berlin, im Hotel Heidekrug. Allein? Nein, mit meiner Frau. Sie meinen Fräulein Christiane Mürsbach? Ach, das wissen Sie. Ja, die Kripo schaltet schnell. Ob Sie verheiratet sind oder nicht, das ist mir egal. Aber wenn Sie falsche Angaben zur Person machen und sich polizeilich nicht anmelden, dann wird die Sache leider nicht mehr ganz so privat. So etwas müssen Sie nicht tun, Herr Benning. Damit machen Sie sich doch nur Unannehmlichkeiten. Wieso sind Sie eigentlich nicht in die Türkei gefahren? Sie hatten doch so große Pläne. Kein Geld, oder? Meinen Sie, ich arbeite hier zum Vergnügen? Wieso kein Geld? Das haben Sie doch schon vorher gewusst. Eben nicht. Ein Onkel hatte mir versprochen, mir unter die Arme zu greifen, ist aber in letzter Minute abgesprungen. Und warum? Weil er erfahren hat, dass Christiane mitfährt. Und wo ist Ihre Freundin jetzt? Sie ist zu Hause. Als wir die paar Tage in Klinike waren, da hat sie erfahren, dass ihre Mutter plötzlich krank geworden ist. Und da ist sie dann gleich nach Hause gefahren. Wieso waren Sie die letzten Tage in Klinike? Wegen meines Autos. Der alte Schlitten wollte plötzlich nicht mehr und da haben wir uns gedacht, ehe wir in der Zone eine Panne riskieren, da bringen wir es doch lieber gleich ganz in Ordnung. Wie hieß doch gleich Ihr Hotel in Klinike? Heidekrug. Nach dem, was der Kollege da an Herrn ermittelt hat, macht Benning eigentlich einen ganz guten Eindruck. Er schreibt, Benning wirkt offen und freundlich. Und wie hat er auf den Mord im Hause Seewald reagiert? Völlig normal. Erstaunt, als er davon hörte, erschrocken über die Tat als solche. Also scheint Benning unbelastet. Keine neuen Tatsachen. Bis auf eine Kleinigkeit vielleicht. Er hat dem Kollegen erzählt, dass seine Freundin Christiane plötzlich hätte nach Hause fahren müssen, weil ihre Mutter erkrankt sei. Unterdessen habe ich in Braunschweig angerufen bei ihren Eltern und da hat sich herausgestellt, die Mutter ist gar nicht krank. Was sagt die Mürsbach dazu? Die habe ich bis jetzt noch nicht zu fassen gekriegt. Sie war nur einen Tag zu Hause, um nach der geplatzten Türkei-Reise ihre Koffer wieder umzupacken. Dann ist sie mit unbekanntem Ferienziel verreist. Zu ihren Eltern hat sie gesagt, sie fährt allein, weil sie sich mit Jochen Benning überworfen hätte. Wahrscheinlich wollte das Benning Ihnen gegenüber aus verletzter Eitelkeit nicht zugeben und hat deshalb die Geschichte mit der kranken Mutter erfunden. Na, schon möglich. Ich habe sie auch noch am Rande erwähnt. Was hat sich eigentlich mit unserem speziellen Freund Horst Seewald ergeben? Bis jetzt Fehlanzeige auf breitester Front. Aber wenn Sie mal erstklassig essen wollen, ich kenne da ein Lokal am Wannsee. Aha. Ja, bitte? Fräulein von Wiese ist da. Bitten Sie sie herein. Bitte. Das ist aber nett, dass Sie uns besuchen, Fräulein von Wiese. Darf ich Ihnen Herrn Kommissar Marquardt vorstellen? Da, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, nein, ich habe leider gar keine Zeit. Ich bin nur schnell von der Uni auf einen Sprung hergekommen. Christiane hat mir geschrieben. Fräulein von Wiese ist eine Freundin von Frau Mörsbach und ich habe sie gebeten, uns gleich Nachricht zu geben, wenn sie von ihr was hört. Heute früh habe ich eine Karte von Christiane bekommen. Dann habe ich mir gedacht, ich bringe sie Ihnen lieber gleich selbst her. Dankeschön. Die Karte ist das Füssen im Allgäu, Fremdenheim Edelweiß. Da muss wieder ein Kollege am Ort einspringen. Und der Jochen ist wirklich nicht gefahren? Warum überrascht Sie das? Er hatte doch kein Reisegeld. Wussten Sie das nicht? Doch, doch. Aber ich hätte nie gedacht, dass er seinen Plan so schnell aufgeben würde. Er ist in Herne. Er arbeitet in einer Autowerkstatt. Aber wieso wissen Sie das nicht? Sie waren doch immerhin... Befreundet, ja. Aber wir haben uns getrennt. Sehr plötzlich. Finden Sie nicht auch? Wieder mal gestritten. Da habe ich gedacht, das halte ich nicht mehr aus und bin nach Hause gefahren. Zu Ihrer kranken Mutter. Krank? Wieso? Das war wirklich eine gute Idee von dir, dass du mich mit dir hergenommen hast. Der Gedanke, dass ich... Reg dich nicht auf, Mama, wir können doch nichts mehr ändern. Willst du lieber Thunfischsalat oder Wiener Würstchen? Würstchen. Hast du eine Ahnung, wie oft wir Fisch zu essen gekriegt haben? Einmal in Kairo. Oder war das in Beirut? Warte. Da auf dem Schreibtisch liegt deine Post. Ganz schöne Unordnung. Da hat sich nichts verändert, seit ich verreist war. Du weißt doch, Mama, es nützt nichts mehr. Also, in Kairo. Übrigens, heiß ist das dort gewesen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Sogar die Italiener, die an Bord waren. Finanzamt. Was soll die Bank erledigen? Schwarzbrot oder Weißbrot? Schwarzbrot natürlich, wie ich mich danach gesehnt habe. Übrigens, ich bin sehr gerne wieder nach Hause gekommen. Das ist typisch du. Ersparst du auf deine sogenannte Traumreise, dann kannst du nicht erwarten, bis du wieder nach Hause kommst. Na, mach dich nur lustig. Hast du die Zeitung nicht bezahlt? Nur, ich wusste nicht recht, ob ich sollte. Ja, aber natürlich solltest du. Was? Bennings haben gekündigt?
Das ist eigentlich schade. Es waren sehr nette Mieter. Jetzt bin ich ganz allein im Haus. Gerade jetzt. Wir finden schon wieder ein nettes Ehepaar für dich. Frau Langfeld musste ich eben öfter besuchen. Du, wie geht sie denn? Hat sie meine Post gekriegt? Das weiß ich nicht. Wieso weiß ich nicht? Das wird sie dir doch gesagt haben. Was ist denn das? Wer schickt mir denn da 20 Mark? Schau mal. Flemming, Lichterfelde Ost. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Übrigens, über Frau Langfeld habe ich mich ganz schön geärgert. Du, Moment mal. Zeig mal das Datum. Was hast du denn? Was war denn mit Frau Langenfeld? Aufgegeben am 1., am 3. ist es passiert. Mensch, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Es ist nämlich so, weißt du, die Polizei, das habe ich dir nicht gleich erzählen wollen, die hatte natürlich jeden im Verdacht, der einen Schlüssel zu unserem Haus hatte. Aber doch nicht am Ende dich, Horst. Doch, Mama, doch, das war ja gerade der Schlamassel. Ja, aber hast du denn denn nicht gesagt, dass du es nicht gewesen bist? Denkst du, die glauben dir? Und dann war doch noch die Geschichte mit dem Keller und Frau Langenfeld. Die war doch nicht etwa auch im Verdacht? Nein, aber sie hat sich eben furchtbar wichtig gemacht, als ich mir meine Flasche von unten geholt habe. So, eine Flasche. Du weißt doch, Mama, manchmal hat man eben ein bisschen mehr Durst. Und etwas weniger Geld, was? Es kam eben alles zusammen. Und als sie mich beim ersten Fall gefragt haben, ob ich unten war, habe ich natürlich Nein gesagt. Alles nur wegen Frau Langenfeld. Und im Keller wurde der Mann... Nein, aber später muss ihn jemand runtergeschleppt haben. Und weil ich doch nur geleugnet habe, dass ich unten war... Aber Junge, so eine Dummheit. Aber deswegen können Sie dich doch nicht für einen Mörder halten. Jetzt nicht mehr, Mama. Jetzt haben wir ja die Postanweisung, mit der man den Mann in unser Haus gelockt hat. P. Flemming, Berlin, Lichterfelde, Ostgrabenstraße 5. Und ich, Idiot, habe das die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch liegen. Na, denen bringe ich das morgen gleich. Die werden sich wundern, du. Vielleicht erklären Sie mir mal, warum Sie diese Postanweisung erst heute bringen. Weil ich sie erst gestern Abend gefunden habe. Das heißt, meine Mutter. Wieso Ihre Mutter? Als sie ihre restliche Post bei mir durchsah. Alles das, was während ihrer Abwesenheit aufgelaufen war. Zeitungen, Reklamezettel, ein paar Rechnungen. Eben die Post, die nicht so wichtig war, als dass ich sie hätte nachschicken müssen. Und jetzt wollen Sie mir einreden, dass darunter auch ganz zufällig diese Postanweisung lag. Aber ich will es Ihnen doch nicht einreden, Herr Kommissar. Es ist wirklich so, ich habe die Postanweisung vorher nie gesehen. Infolgedessen weiß ich auch nicht, an welchem Tag sie gekommen ist. Vielleicht hat sie schon vor dem Mord auf dem Schreibtisch unter den Postsachen gelegen. Diesen Gefallen tut sie Ihnen leider nicht. Sie ist genau von dem Postamt ausgefertigt, für das der Geldbriefträger Seidel jahrelang Dienst getan hat. Und genau an dem Tage abgestempelt, wo er hat sterben müssen. Und genau mit dieser Postanweisung hat der Mörder sein Opfer ins Haus gelockt. Aber nicht etwa, um die 20 Mark in Empfang zu nehmen. Hier, die Anweisung ist noch vollständig. Weder ist sie durch Unterschrift quittiert, noch der Abschnitt für den Empfänger abgetrennt. Und für dieses Haus hatten Sie einen Schlüssel? Einen Schlüssel haben andere auch. Die aber für den Vormittag des Mordtages ein einwandfreies Alibi beibringen konnten, während Sie bereits zugegeben haben, unten im Keller gewesen zu sein. Aber doch nicht an diesem Tag. Die Flasche habe ich da erst am nächsten Tag geholt, am Vormittag. Die Maler sind gerade gekommen. Das wäre ja dann der Samstag gewesen. Der einzige Tag, an dem die Maler schon vormittags gearbeitet haben. Bis jetzt haben Sie aber doch immer erzählt, dass Sie niemand gesehen hat, als Sie im Haus waren. Die konnten mich auch nicht sehen, weil ich mich versteckt gehalten habe. Warum denn versteckt? Wie ich hörte, dass jemand die Tür aufschloss, dachte ich, es wäre Frau Langenfeld. Und der wollte ich nicht gerade in die Arme laufen. Heute erzählen Sie so, morgen so. Wie lange wollen Sie uns eigentlich noch anlügen? Gehen Sie ins Nebenzimmer und warten Sie dort, bis ich Sie wieder rufe. Es ist zum Verrücktwerden. Jetzt habe ich schon geglaubt, er fällt uns um. Und auf einmal schmeißt er uns unsere ganze schöne Theorie mit der Rumflasche über den Haufen. Deshalb kann aber am Freitag, als Seidel ermordet worden ist, auch dort gewesen sein. Denn da war nur wirklich kein Mensch im Haus. Kann. Wie wollen Sie ihm das beweisen? Je mehr ich über alles nachdenke, desto weniger sehe ich durch. Würden Sie zum Beispiel ein so belastendes Indiz wie diese Postanweisung persönlich bei der Polizei abliefern? Ich hätte sie vernichtet. Der Bursche ist sehr gerissen. Wer weiß, was er damit bezwecken will. Haben wir eigentlich irgendetwas Handschriftliches von Sewald? Das müsste unser Schriftsachverständiger mal vergleichen, ob Sewald womöglich die Postanweisung selbst geschrieben hat. Mensch, Lohmeier, manchmal könnte ich an Ihnen verzweifeln. Eben erklären Sie mir noch, wie gerissen der Bursche ist. Und im selben Atemzug unterstellen Sie ihm so viel Dämlichkeit, und seine selbstgeschriebene Postanweisung höchstpersönlich hierher zu bringen. Sie sagen aber doch selbst immer, die klügsten Verbrecher machen die dümmsten Fehler. Vielleicht haben Sie recht. Zumindest haben Sie mich auf eine Idee gebracht. Lassen Sie wirklich mal unseren Schriftsachverständigen holen. Ich gehe gleich selbst, Dr. Graumann ist hier nur zwei Türen weiter. Und der Sewald soll noch mal reinkommen. Herr Sewald, bitte. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Wie geht es eigentlich Ihrem Freund Kronacher? Wieder mal mit ihm zusammen gewesen? Seit er hier bei Ihnen war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. War doch eigentlich riesig anständig von ihm, Ihnen gleich mit 6.000 Mark unter die Arme zu greifen. Er hat mir damals erzählt, dass Sie ihm auch mal sehr geholfen hätten. Würden Sie mir vielleicht verraten, um was es dabei ging?
Muss ich das, Herr Kommissar? Sie müssen nicht, aber ich würde mich freuen, wenn Sie es ganz offen und ehrlich sagen würden. Naja, es kann ihm heute sowieso keiner mehr einen Strick draus drehen. Die Sache war so, vor 5 oder 6 Jahren hat Kronacher mal, er war völlig pleite, auf einem Wechsel mit falschem Namen quergeschrieben. Der Mann, der ihm das Geld gegeben hat, es waren nur 500 Mark, wurde plötzlich misstrauisch und da habe ich den Wechsel schnell zurückgekauft. Dadurch war Kronacher natürlich aus dem Schneider. Konnte er denn seine Schrift so gut verstellen? So gut nun wieder nicht, sonst wäre der Geldmann ja nicht stutzig geworden. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ah, Dr. Graumann. Guten Tag. Bitte eine Bitte an Sie. Wenn ich Ihnen helfen kann, gerne, Herr Marquardt. Ich brauche unbedingt ein paar Schriftanalysen von Ihnen. Schauen Sie sich mal diese Postanweisung an. Haben Sie einen Kugelschreiber da? Ja. Dann schreiben Sie mal hier ein paar Zeilen drauf. Irgendwas. Na, warum denn? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich die Postanweisung... Sagen Sie mal, Herr Kommissar, für wie dämlich halten Sie mich eigentlich? Also schreiben Sie bitte. Wir wollen ja nur beweisen, dass Sie es nicht waren. Mit dem größten Vergnügen. Bitte? Wenn Sie noch mal einen Moment draußen warten wollten. Behandelt wird man hier. Allmählich glaube ich bald selbst, was er da geschrieben hat. Ich bin kein Mörder. Na, was können Sie uns sagen, Doktor? Ist die Schrift mit der auf der Postanweisung identisch? Nein. Aber auch nicht die geringste Ähnlichkeit, denn völlig anderes Schriftbild. Auf den ersten Blick erkennbar. Hm, das habe ich mir beinahe gedacht. Aber vergleichen Sie doch noch bitte diese Quittung mit der Postanweisung. Der Schuldschein über erhaltene 6.000 Mark. Kronacher hat ihn für Seewald ausgeschrieben. Kommt auch nicht in Frage. Keinerlei Identität. Selbst bei oberflächlicher Betrachtung weist die Schrift auf der Postanweisung typisch weibliche Merkmale auf. Diese beiden Schriftproben hingegen... Moment mal, die Postkarte. Aber da haben wir ja die Schrift, unverkennbar. Beides von ein und derselben Person. Sehen Sie hier, der Bogen vom G, der T-Strich. Also wer das geschrieben hat, und ich gehe jede Wette, es war eine Frau, hat sich nicht mal die Mühe gemacht, seine Handschrift zu verstellen. Christiane Mörsbach. Beantragen Sie beim Ermittlungsrichter 2 Haftbefehle für Jochen Benning und Christiane Mörsbach. Aber natürlich kenne ich die beiden. Das ist das Ehepaar Benning. Wann und wie lange haben die hier gewohnt? Das war vorige Woche. Moment, da muss ich mal nachsehen. Hier. Am 30. mittags eingetroffen. Das war ein Dienstag. Bis Sonnabend, den 4. Da sind sie aber gleich nach dem Frühstück abgereist. Er hatte noch irgendwas mit dem Wagen und deshalb ist seine Frau wohl mit der Bahn vorausgefahren. Aber so ganz genau weiß ich das natürlich heute auch nicht mehr. Sind die beiden viel fortgegangen? Spaziergänge gemacht? Nie. Immer waren sie im Garten oder auf ihrem Zimmer. Das ist mir nämlich noch aufgefallen. Wohl deshalb, weil die junge Frau sich nicht so recht wohlfühlte. War sie denn krank? Irgendwas muss sie gehabt haben, denn sie ist nie vor 12 von ihrem Zimmer gekommen. Ich weiß das vom Stubenmädchen, die hat keinesfalls stören dürfen. Und wo war ihr Mann während des ganzen Vormittags? Bei ihr oben. Er hat sie nicht eine Minute allein gelassen. Ich nehme ihr an, die beiden waren noch ganz jung verheiratet. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Hier, Hotel Heidekrug in Glienicke? Ja, bitte. Warten Sie am Apparat. Herr Lacherbauer, Sie werden aus Stuttgart verlangt. Ich verbinde. Aber vielleicht haben Sie Herrn Benning gar nicht gesehen, wenn er vormittags mal weggegangen ist. Ausgeschlossen. Ich mache von früh 6 bis nachmittags 15 Uhr Dienst, da entgeht mir niemand. Schließlich muss ja jeder an meiner Loge vorbei. Natürlich. Das war alles, was ich wissen wollte. Darf ich fragen, was die Polizei von den Herrschaften wissen möchte? Gar nichts Wichtiges. Kleines Verkehrsdelikt. Wiedersehen. Hallo? Hier, Portier. 2 Frühstück mit Ei für Zimmer 9. Jawohl, Kaffee. Geht sofort in Ordnung. Küche? 2 Frühstück, Kaffee, Ei auf 9. Herr Portier? Ja. Sie waren doch eben... Ja, jetzt bin ich hier. Ja, ja, natürlich. Sie haben mich gerufen? Ach so, ja. Sie sehen doch sicher Herrn Benning. Tot sicher. Ich würde Sie bitten, ihm diesen Schlüssel zu übergeben. Er hat ihn auf seinem Zimmer liegen lassen. Er ist beim Aufräumen gefunden worden. Gut. Wie lange wollen Sie eigentlich noch leugnen, die Postanweisung geschrieben zu haben? Ich habe sie nicht geschrieben. Ach, dann hat sich unser Schriftsachverständiger also geirrt. Steht ja fast täglich in den Zeitungen, dass der eine Sachverständige so und der andere so urteilt. Was war das eigentlich für eine eigenartige Krankheit, die Sie jeden Vormittag im Hotel Heidekrug ans Bett gefesselt hat? Ich habe mich eben nicht wohlgefühlt. Ich will Ihnen sagen, was Sie gehabt haben.
Die Alibi-Krankheit, mit der Sie Ihren Freund Benning decken mussten beim Raus- und wieder zurückkommen ins Hotel. Wie hätte er denn sonst jeden Vormittag den Geldbriefträger beobachten können, welchen Weg er täglich nimmt? Ein perfekter Überfall verlangt schließlich auch eine perfekte Planung. Da hätte ihn ja der Portier sehen müssen. Eben nicht. Das habe ich nämlich selbst ausprobiert. Warum haben Sie sich eigentlich nach dem Mord mit Benning überworfen? Hat er Ihnen vielleicht zu wenig von dem geraubten Geld gegeben? Oder wollten Sie mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben, als Sie erfuhren, dass der Geldbriefträger... Hören Sie auf! Hören Sie jetzt endlich auf damit. Bitte kommen Sie. Haben Sie gemerkt, Chef? Jetzt hatten Sie bei ihr genau ins Schwarze getroffen. Den Überfall haben beide noch gemeinsam geplant. Aber als ein Mord daraus wurde, hat sich das Fräulein schleunigst abgesetzt. Wahrscheinlich. Aber machen wir uns bloß nichts vor. Wenn die schon so eisern alles abstreitet, da können wir uns bei Benning noch auf einiges gefasst machen. Bei meinem letzten Verhör mit ihm hat er mir klar zu verstehen gegeben. Nicht er muss seine Unschuld beweisen, sondern wir ihm seine Schuld. Aber heute Nachmittag beim Lokaltermin werden wir ihn überführen. Bei den Indizien, die wir haben. Sicher, Lohmeier. Indizien. Das nennen Sie also Indizien gegen mich. Ein Totschläger und ein paar Handschuhe. Da kann ich nur lachen. Kenne ich nicht, nie gesehen. Genauso wie die Postanweisung, die Sie mir in die Schuhe schieben wollen. Oder sind da vielleicht meine Fingerabdrücke drauf? Leider nein. Wie wollen Sie dann beweisen, dass das mir gehört? Das werde ich schon noch, warten Sie es nur ab. Wollen Sie vielleicht auch noch leugnen, dass Sie sich jeden Tag aus dem Hotel Heidegger geschlichen haben? Um den Geldbriefträger auf seinem Weg zu belauern und dabei zugleich festzustellen, dass vormittags nie ein Mensch hier im Haus war. Jetzt kommt Ihr Assistent auch noch mit Hypothesen. Herr Kommissar, erklären Sie ihm doch bitte, nachdem schon Indizien ein recht zweischneidiges Schwert sind, dass Hypothesen, es hätte eventuell sein können, ein guter Kriminalist wirklich nicht als stichhaltiges Beweismittel vorbringen sollte. Und nun will ich Ihnen beweisen, wie Sie ins Haus gekommen sind und an den Postbeamten niedergeschlagen haben. Kommen Sie. Da bin ich gespannt. Da, wo Herr Lohmeier jetzt steht, haben Sie gewartet. Und nachdem der Postbeamte geklingelt hatte, ihm die Türe geöffnet, Seidel trat in die Diele. Genau wie der Polizeibeamte jetzt. Und da er Sie nicht sehen konnte, war es ein leichtes für Sie, ihn niederzuschlagen. Schade nur, dass Sie dabei die heruntergefallene Postanweisung übersehen haben. Anschließend haben Sie den Toten durch den Keller in die Waschküche getragen und in aller Ruhe beraubt. Genauso ist es gewesen, natürlich. Nur ist Ihnen dabei ein kleiner Irrtum unterlaufen. Hinter der Türe stand nicht ich, sondern ein anderer. Weil ich nämlich gar nicht gewesen sein kann. Wie soll ich denn ins Haus gekommen sein, wo ich doch gar keine Schlüssel mehr hatte? Natürlich nicht durch diese Türe, sondern von hinten vom Garten aus, durch die Waschküche. Aha, wie bin ich da reingekommen? Dazu hatte ich ja auch keine Schlüssel. Doch, Sie hatten. Hier, der Schlüssel zur Waschküche. Dummerweise haben Sie ihn im Hotel auf Ihrem Zimmer liegen lassen. Den kenne ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Bitten Sie doch mal Frau Langenfeld herunter. Frau Seewald möchte Ihnen nämlich nicht mehr begegnen. Ich hätte da noch eine Frage auf dem Herzen. Unterstellen wir einmal, Ihre Theorie stimmt. Könnten Sie mir dann erklären, wie ich die von innen verschlossene Tür dem Postbeamten geöffnet habe, wo ich doch, wie von Ihnen selbst zugegeben, gar keinen Schlüssel mehr hatte? Sie hätten mich direkt enttäuscht, wenn Sie nicht mit diesem Einwand gekommen wären. Bitte, Herr Lohmeier. Dieses Schloss ist ja mal in die Tür eingesetzt worden. Ergo kann man es auch wieder rausschrauben. Ich sag's ja, von der Polizei kann man nur lernen. Bitte, Frau Langenfeld, bestätigen Sie doch Herrn Benning, dass dieser Schlüssel, den wir bei ihm gefunden haben, zur Außentüre der Waschküche gehört. Ich behaupte nämlich, ihn nicht zu kennen. Tut mir leid, Herr Kommissar, aber den kenne ich auch nicht. Aber Frau Langenfeld, das ist bestimmt der verschwundene Schlüssel. Bitte gehen Sie doch in den Keller und beweisen Sie es, Frau Langenfeld. Das ist gar nicht notwendig. Am nächsten Tag habe ich den Schlüssel gefunden. Er ist hier vom Schlüsselbrett runtergefallen und lag unter der Kommode. Das hier ist der Waschkellerschlüssel. Schade um das schöne Indiz. Aber vielleicht kann ich Ihnen jetzt mal helfen, Herr Kommissar. Es könnte nämlich sein, dass ich bin ein bisschen schlampig, aus Versehen den Zimmerschlüssel von oben mitgenommen habe. Vielleicht ist er das. Sie können ja mal nachsehen. Es tut mir wirklich leid, dass Sie sich so viel Mühe mit mir gemacht haben, aber wenn ich die Aufklärung mit dem Schlüssel gekommen wäre, dann hätte das wirklich übel ausgesehen. Ihre Indizien hätten mir bestimmt den Hals gebrochen. Diesmal hat er Benning wirklich die Wahrheit gesagt. Es war sein Zimmerschlüssel. Da können Sie mal sehen, Frau Langenfeld, wie schnell man unschuldig in so eine Sache reinschlittern kann. Hoffentlich ist mir Frau Seewald nicht mehr böse. Keine Angst, das bringe ich schon wieder in Ordnung. Ah ja. Sie und Ihren Kollegen brauche ich hier nicht mehr.
Dürfte ich schnell noch mal in den Keller gehen? Vielleicht ist doch noch etwas übersehen worden. Ich glaube es zwar nicht, aber... Muss ich mitgehen? Nein, auf keinen Fall. Danke. Sicher ist der Benning so nett und führt uns, nicht? Ich war erst einmal unten. Aber gerne, Herr Kommissar. Der Keller ist mir ja nicht unbekannt. Ich bin sogar überzeugt, dass der Täter sein Opfer nur bewusstlos schlagen wollte. Woher hätte er wissen sollen, dass Seidel, wie die Obduktion ergab, schwer herzkrank gewesen ist? Bei solchen Menschen genügt oft ein starker Schock, dich zu töten. Aber ob Totschlag oder Mord aus niederen Beweggründen, darüber zu urteilen wird Sache der Richter sein. Er ist bestimmt vom anliegenden Grundstück über die Hecke dort gekommen. Denn zur Haustüre hat er ja ohne Schlüssel nicht reingekommen. Außerdem hat er dadurch vermieden, dass man ihn von der Straße aus hätte beobachten können. Sie wären ein guter Kriminalbeamter geworden. Sicher nicht. Ich habe mir nur überlegt, wie ich es als Täter gemacht hätte. Dann wären Sie ein noch besserer Verbrecher geworden. Nur, dass er nach seiner Tat wieder denselben Weg zur Flucht benutzt hat, ist einmal frei festgestellt. Denn er hat ja den Totschläger und die Handschuhe noch in die Mülltonne dort geworfen. Ach ja, die Handschuhe. Deshalb haben Sie wohl auch keine Fingerabdrücke gefunden. Rein gar nichts. Das ist ja das Dumme. Damit kriegen wir ihn nie. Deshalb sind ja selbst am Waschhausschloss keine Spuren von ihm zu finden. Was er doch nachweislich vorher noch geölt hat, weil es so verrostet war. Alles leuchtet mir ein. Ich bin auch Ihrer Meinung, dass sich alles genauso abgespielt hat. Nur ein Glied fehlt mir in Ihrer Beweiskette. Wie ist der Täter zur Waschküche reingekommen? Und wie hat er nach der Tat die Tür hinter sich abgeschlossen, wo doch der Schlüssel dazu am Schlüsselbrett hing? Das war ja unser großes Glück, dass er noch dort gehangen hat. Wieso? Als Herr Lohmeier vorhin Ihren Zimmerschlüssel, den Sie mitgenommen und im Hotel vergessen hatten, ausprobieren wollte, hat er auch noch den Waschküchenschlüssel in der Hand. Oben an Ihrer Tür angekommen, probierte er beide aus und siehe da, mit beiden konnte er schließen. Damit hatten wir den Beweis, dass Sie mit dem mitgenommenen Zimmerschlüssel genauso die Waschküchentüre... Jetzt ist bei ihm die Sicherung durchgebrannt. Und seine Flucht der endgültige Beweis. Wenn uns da nicht mal wieder unser berühmter Kollege geholfen hätte. Kommissar Zufall, was? Entsetzlich. Entschuldigen Sie, so habe ich es natürlich nicht gemeint. Ich habe nur daran gedacht, wenn die Waschküche so wenig benutzt wird, das wohl möglich... Das wäre ja furchtbar gewesen. Wenn meine Freundin vom Urlaub zurückgekommen wäre und da unten wäre noch immer gar nicht auszudenken. Nee, jetzt denken Sie mal nicht mehr daran. Ach ja, ich vergesse. Sonst vermissen Sie keine Schlüssel. Hausschlüssel zum Beispiel. Davon müssen doch eine ganze Menge unterwegs sein, wo Sie mir erzählt haben, wer hier so alles ein- und ausgeht. So schlimm ist es auch wieder nicht. Wie viele Schlüssel zum Beispiel haben Sie, Herr Kommissar, von Ihrer Wohnungstüre, falls Sie ein Sicherheitsschloss haben? Ich? Lassen Sie mich mal nachdenken. Nicht nötig, Sie haben drei Stück. So? Na, einen habe ich und je einen meine Frau und meine Tochter. Ja, Sie haben recht, stimmt genau. Aber wieso wissen Sie das? Das ist ganz einfach. Für ein Sicherheitsschloss werden von der Herstellungsfirma immer nur drei nummerierte Schlüssel geliefert. Jeder andere muss extra angefertigt werden. Und das ist den Leuten meistens zu umständlich. An Ihnen ist ja direkt ein Kriminalist verloren gegangen. Danke. Aber zu Ihrer Beruhigung, zu diesem Haus existieren auch nur drei Schlüssel. Und wer hat die? Ja, einer würde die Frau Seewald. Das heißt, wenn sie hier ist. Mhm. Im Augenblick hat ihn ihr Sohn, der sieht alle paar Tage nach der Post, um sie ihr nachzuschicken, was wichtig ist. Den zweiten hat der Malermeister Kurzbach, der hier mit den Leuten das Haus renoviert. Und den dritten, den von Bennings, den habe ich. Wer sind denn Bennings? Ein junges Studentenehepaar, die bis vor ein paar Tagen hier gewohnt haben. In dem Zimmer, wo jetzt die Maler arbeiten. Nette junge Leute. Untermieter von Frau Seewald.
Ja, die sind ausgezogen, weil sie an irgendeiner anderen Universität weiter studieren wollten. Aber wo, das wussten sie noch nicht genau. Und den Schlüssel von den Bennings, den haben Sie jetzt? Ja, den haben sie mir, wie sie auszogen, am 30. übergeben. Das war Dienstag, Mittwoch, ja, vor 5 Tagen. Sie wissen nicht zufällig, wo diese Bennings hingefahren sind. Haben Sie eine Adresse hinterlassen? Nein, gar nichts. Sie haben vorhin erzählt, von dem Sohn von Frau Seewald, der jetzt den Schlüssel von seiner Mutter hat. Wann haben Sie ihn hier zum letzten Mal gesehen? Das war Anfang der Woche, am Abend, als er die Post holte und... Ja, und? Darüber möchte ich lieber nicht reden. Ist auch bestimmt nicht wichtig für Sie, Herr Kommissar. Liebe Frau Langenfeld, bitte erzählen Sie mir alles. Glauben Sie mir. Das ist oft die kleinste Kleinigkeit, für den Außenstehenden etwas völlig Unwichtiges, Nebensächliches, was uns weiterhelfen kann. Also ich habe vor ein paar Tagen Horst zur Rede gestellt wegen einer bestimmten Sache und seit der Zeit geht er mir aus dem Weg. Wegen was für einer Sache? Frau Seewald hat im Keller immer einen kleinen Vorrat an Alkohol, Wein, Cognac, ein paar Flaschen Rum für einen Grog, wenn sie mal erkältet ist. Ja, und da hat der liebe Herr Sohn die Abwesenheit seiner Mutter ausgenutzt und ein paar Flaschen für seinen Privatbedarf abgezweigt. Wenn es nur ein paar Flaschen gewesen wären. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wie geht es eigentlich Ihrem Freund Kronacher? Wieder mal mit ihm zusammen gewesen? Seit er hier bei Ihnen war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. War doch eigentlich riesig anständig von ihm, ihn gleich mit 6.000 Mark unter die Arme zu greifen. Er hat mir damals erzählt, dass Sie ihm auch mal sehr geholfen hätten. Würden Sie mir vielleicht verraten, um was es dabei ging? Muss ich das, Herr Kommissar? Sie müssen nicht, aber ich würde mich freuen, wenn Sie es ganz offen und ehrlich sagen würden. Naja, es kann ihm heute sowieso keiner mehr einen Strick draus drehen. Die Sache war so, vor 5 oder 6 Jahren hat Kronacher mal, er war völlig pleite, auf einem Wechsel mit falschem Namen quergeschrieben. Der Mann, der ihm das Geld gegeben hat, es waren nur 500 Mark, wurde plötzlich misstrauisch und da habe ich den Wechsel schnell zurückgekauft. Dadurch war Kronacher natürlich aus dem Schneider. Konnte er denn seine Schrift so gut verstellen? So gut nun wieder nicht, sonst wäre der Geldmann ja nicht stutzig geworden. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ah, Dr. Graumann. Guten Tag. Bitte eine Bitte an Sie. Wenn ich Ihnen helfen kann, gerne, Herr Marquardt. Ich brauche unbedingt ein paar Schriftanalysen von Ihnen. Schauen Sie sich mal diese Postanweisung an. Haben Sie einen Kugelschreiber da? Ja. Dann schreiben Sie mal hier ein paar Zeilen drauf. Irgendwas. Na, warum denn? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich die Postanweisung... Sagen Sie mal, Herr Kommissar, für wie dämlich halten Sie mich eigentlich? Also schreiben Sie bitte. Wir wollen ja nur beweisen, dass Sie es nicht waren. Mit dem größten Vergnügen. Bitte? Wenn Sie noch mal einen Moment draußen warten wollten. Behandelt wird man hier. Allmählich glaube ich bald selbst, was er da geschrieben hat. Ich bin kein Mörder. Na, was können Sie uns sagen, Doktor? Ist die Schrift mit der auf der Postanweisung identisch? Nein, aber auch nicht die geringste Ähnlichkeit, ein völlig anderes Schriftbild, auf den ersten Blick erkennbar. Das habe ich mir beinahe gedacht. Aber vergleichen Sie doch noch bitte diese Quittung mit der Postanweisung. Der Schuldschein über erhaltene 6.000 Mark. Kronacher hat ihn für Seewald ausgeschrieben. Kommt auch nicht in Frage. Keinerlei Identität. Selbst bei oberflächlicher Betrachtung weist die Schrift auf der Postanweisung typisch weibliche Merkmale auf. Diese beiden Schriftproben hingegen... Moment mal, die Postkarte. Aber da haben wir ja die Schrift, unverkennbar. Beides von ein und derselben Person. Sehen Sie hier, der Bogen vom G, der T-Strich. Also wer das geschrieben hat, und ich gehe jede Wette, es war eine Frau, hat sich nicht mal die Mühe gemacht, seine Handschrift zu verstellen. Christiane Mörsbach. Beantragen Sie beim Ermittlungsrichter 2 Haftbefehle für Jochen Benning und Christiane Mörsbach. Aber natürlich kenne ich die beiden. Das ist das Ehepaar Benning. Wann und wie lange haben die hier gewohnt? Das war vorige Woche. Moment, da muss ich mal nachsehen. Hier. Am 30. mittags eingetroffen. Das war ein Dienstag. Bis Sonnabend, den 4. Da sind Sie aber... Meier möchte den Schlüssel für die Waschhaustüre haben, die zum Garten hinausführt. Ich hole ihn gleich. Er hängt in der Diele. Du liebe Güte, der Kaffee. Das Wasser muss schon längst kochen. Ein Augenblick, ich bin gleich wieder da. Was gefunden? Nicht viel, nur die Zigarre auf der Diele. Aha, mit Brauchbünde. Wo ist denn Lohmeier? Er verhört oben die beiden Maler. Also, Sie haben gestern hier gearbeitet. Wo? Erst waren wir im Schlafzimmer von Frau Seewald und als wir da fertig waren, haben wir hier angefangen. War sonst noch jemand im Haus? Nee, kein Mensch. Frau Seewald ist ja verreist. Aber heute zum Beispiel ist auch Frau Langenfeld da. Aber gestern nicht.
Nur manchmal, sie kommt ganz plötzlich, weil sie hat Angst. Angst? Wovor hat sie Angst? Dass wir machen nichts Arbeit. Nur Pause und trinken Bier. Quatsch doch nicht so dämlich, Tonio. Sie kommt eben ab und zu mal her, um nach dem Rechten zu kicken. Naja, oder den Dreck wegzumachen, wenn wir mit den Zimmern fertig sind. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Wo waren Sie gestern in der Zeit zwischen 9:30 und 12? In welchem Zimmer? Waren Sie immer beide hier oder hat vielleicht einer von Ihnen Bier geholt? Wenn ja, wie lange war er weg? Bitte, meine Herren, überlegen Sie es genau. Ich erwarte eine präzise Antwort. Na? Wir haben gestern in der Oberwaldstraße gearbeitet, auf dem Neubau. Aber Sie haben doch immer behauptet, Sie waren hier. Das waren wir ja auch. Sie haben uns ja nicht gefragt, um welche Zeit. Wir immer nur kommen Nachmittag 6 Uhr und bleiben bis in Nacht 11. Hier Schwarzarbeit, viel Geld. Aber Sie werden es doch nicht verraten. Bitte, Herr Kommissar. Was Sie in Ihrer Freizeit machen, ist mir egal. Aber ich werde nachprüfen, ob Ihre Aussagen stimmen. Das können Sie ruhig. Fragen Sie unseren Meister, Herrn Kurzbach. Der wird Ihnen das Wort für Wort bestätigen. Herr Lohmeier, kommen Sie mal einen Moment. Der ist nett. Deine Miet möchte ich haben. Der quetscht uns hier aus nach Strich und Faden und du sagst, der ist nett. Ach, lass uns doch ein Bier trinken. Mensch, Bier, ihr könnt ja nicht kleben. Wann sind Sie beide oder einer von Ihnen das letzte Mal im Keller gewesen? Im Keller? Das muss so vor 8 Tagen gewesen sein. Da war ich mit Frau Langfeld unten. Sie meinte, dass wir den Keller vielleicht auch noch machen sollten. Aber dann sagte sie, das wäre nicht nötig. Und seitdem sind wir auch nicht mehr unten gewesen. Wo ziehen Sie sich denn um? Holen Ihr Wasser und so weiter? Umziehen immer gerade da, wo wir arbeiten. Und Wasser holen wir immer aus der Küche. Und es ist bestimmt keiner von Ihnen im Keller gewesen? Nö. Wozu auch? Ich war nur einmal weg. Bier holen. Bier und Gulasch, meine Herren. Das ist doch was sehr Schönes, was? Gulasch? Ich verstehe immer Gulasch. Weil hier zwei Büchsen Gulasch drin sind. Wohl für jeden von Ihnen eine. Oder kennen Sie die Tüte nicht? Nie gesehen. Dann muss wohl ein Geist die beiden Büchsen aus dem Vorratsraum im Keller geklaut haben. Dort fehlen sie nämlich. Die Stellen, wo sie gestanden haben, sind in dem verstaubten Regal noch deutlich sichtbar. Sie können aber auch schon gestern gestohlen worden sein. Und gestern ist in diesem Haus ein Mann erschlagen worden. Aber Herr Kommissar, die Büchsen kann ja auch ein ganz anderer genommen haben. Da niemand außer Ihnen im Hause war, kommt also wieder nur unser Geist in Frage. Allerdings ein sehr... Wo? Erst waren wir im Schlafzimmer von Frau Seewald und als wir da fertig waren, haben wir hier angefangen. War sonst noch jemand im Haus? Nee, kein Mensch. Frau Seewald ist ja verreist. Aber heute zum Beispiel ist doch auch Frau Langenfeld da. Aber gestern nicht. Nur manchmal, sie kommt ganz plötzlich, weil sie hat Angst. Angst? Wovor hat sie Angst? Dass wir machen nichts Arbeit. Nur Pause und trinken Bier. Quatsch doch nicht so dämlich, Tonio. Sie kommt eben ab und zu mal her, um nach dem Rechten zu kicken. Naja, oder den Dreck wegzumachen, wenn wir mit den Zimmern fertig sind. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Wo waren Sie gestern in der Zeit zwischen 9:30 und 12? In welchem Zimmer? Waren Sie immer beide hier oder hat vielleicht einer von Ihnen Bier geholt? Wenn ja, wie lange war er weg? Bitte, meine Herren, überlegen Sie es genau. Ich erwarte eine präzise Antwort. Na? Wir haben gestern in der Oberwaldstraße gearbeitet, auf dem Neubau. Aber Sie haben doch immer behauptet, Sie waren hier. Das waren wir ja auch. Sie haben uns ja nicht gefragt, um welche Zeit. Wir immer nur kommen Nachmittag 6 Uhr und bleiben bis in Nacht 11. Hier Schwarzarbeit, viel Geld. Aber Sie werden es doch nicht verraten. Bitte, Herr Kommissar. Was Sie in Ihrer Freizeit machen, ist mir egal. Aber ich werde nachprüfen, ob Ihre Aussagen stimmen. Das können Sie ruhig. Fragen Sie unseren Meister, Herrn Kurzbach. Der wird Ihnen das Wort für Wort bestätigen. Herr Lohmeier, kommen Sie mal einen Moment. Der ist nett. Deine Miet möchte ich haben. Der quetscht uns hier aus nach Strich und Faden und du sagst, der ist nett. Ach, lass uns doch ein Bier trinken. Mensch, Bier, ihr könnt ja nicht kleben. Wann sind Sie beide oder einer von Ihnen das letzte Mal im Keller gewesen? Im Keller? Das muss so vor 8 Tagen gewesen sein. Da war ich mit Frau Langfeld unten. Sie meinte, dass wir den Keller vielleicht auch noch machen sollten. Aber dann sagte sie, das wäre nicht nötig. Und seitdem sind wir auch nicht mehr unten gewesen. Wo ziehen Sie sich denn um? Holen Ihr Wasser und so weiter? Umziehen immer gerade da, wo wir arbeiten. Und Wasser holen wir immer aus der Küche. Und es ist bestimmt keiner von Ihnen im Keller gewesen? Nö. Wozu auch? Ich war nur einmal weg. Bier holen. Bier und Gulasch, meine Herren. Das ist doch was sehr Schönes, was? Gulasch? Ich verstehe immer Gulasch. Weil hier zwei Büchsen Gulasch drin sind. Wohl für jeden von Ihnen eine. Oder kennen Sie die Tüte nicht? Nie gesehen. Dann muss wohl ein Geist die beiden Büchsen aus dem Vorratsraum im Keller geklaut haben. Dort fehlen sie nämlich. Die Stellen, wo sie gestanden haben, sind in dem verstaubten Regal noch deutlich sichtbar. Sie können aber auch schon gestern gestohlen worden sein. Und gestern ist in diesem Haus ein Mann erschlagen worden. Aber Herr Kommissar,
Die Büchsen kann ja auch ein ganz anderer genommen haben. Da niemand außer Ihnen im Hause war, kommt also wieder nur unser Geist in Frage. Allerdings ein sehr dummer Geist, muss ich sagen. Er hat nämlich die beiden Büchsen aus dem Keller geholt, hier in dieses Zimmer geschafft, die Tüte mit Farbe beschmiert und dann aus dem Fenster geworfen. Denn genau unter diesem Fenster ist sie nämlich gefunden worden. Hier. Die Farbe ist noch ganz frisch. Moment mal. Warum denn versteckt? Wie ich hörte, dass jemand die Tür aufschloss, dachte ich, es wäre Frau Langenfeld. Und der wollte ich nicht gerade in die Arme laufen. Heute erzählen Sie so, morgen so. Wie lange wollen Sie uns eigentlich noch anlügen? Gehen Sie ins Nebenzimmer und warten Sie dort, bis ich Sie widerrufe. Es ist zum Verrücktwerden. Jetzt habe ich schon geglaubt, er fällt uns um. Und auf einmal schmeißt er uns unsere ganze schöne Theorie mit der Rumflasche über den Haufen. Deshalb kann aber am Freitag, als Seidel ermordet worden ist, auch dort gewesen sein. Denn da war nur wirklich kein Mensch im Haus. Kann. Wie wollen Sie ihm das beweisen? Je mehr ich über alles nachdenke, desto weniger sehe ich durch. Würden Sie zum Beispiel ein so belastendes Indiz wie diese Postanweisung persönlich bei der Polizei abliefern? Ich hätte sie vernichtet. Der Bursche ist sehr gerissen. Wer weiß, was er damit bezwecken will. Haben wir eigentlich irgendetwas Handschriftliches von Seewald? Das müsste unser Schriftsachverständiger mal vergleichen, ob Seewald womöglich die Postanweisung selbst geschrieben hat. Mensch, Lohmeier, manchmal könnte ich an Ihnen verzweifeln. Eben erklären Sie mir noch, wie gerissen der Bursche ist. Und im selben Atemzug unterstellen Sie ihm so viel Dämlichkeit, und seine selbstgeschriebene Postanweisung höchstpersönlich herzubringen. Sie sagen aber doch selbst immer, die klügsten Verbrecher machen die dümmsten Fehler. Vielleicht haben Sie recht. Zumindest haben Sie mich auf eine Idee gebracht. Lassen Sie wirklich mal unseren Schriftsachverständigen holen. Ich gehe gleich selbst, doch der Graumann ist hier nur zwei Türen weiter. Und der Seewald soll noch mal reinkommen. Herr Seewald, bitte. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wie geht es eigentlich Ihrem Freund Kronacher? Wieder mal mit ihm zusammen gewesen? Seit er hier bei Ihnen war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. War doch eigentlich riesig anständig von ihm, Ihnen gleich mit 6.000 Mark unter die Arme zu greifen. Er hat mir damals erzählt, dass Sie ihm auch mal sehr geholfen hätten. Würden Sie mir vielleicht verraten, um was es dabei ging? Muss ich das, Herr Kommissar? Sie müssen nicht, aber ich würde mich freuen, wenn Sie es ganz offen und ehrlich sagen würden. Naja, es kann ihm heute sowieso keiner mehr einen Strick draus drehen. Die Sache war so, vor 5 oder 6 Jahren hat Kronacher mal, er war völlig pleite, auf einem Wechsel mit falschem Namen quergeschrieben. Der Mann, der ihm das Geld gegeben hat, es waren nur 500 Mark, wurde plötzlich misstrauisch und da habe ich den Wechsel schnell zurückgekauft. Dadurch war Kronacher natürlich aus dem Schneider. Konnte er denn seine Schrift so gut verstellen? So gut nun wieder nicht, sonst wäre der Geldmann ja nicht stutzig geworden. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Ah, Dr. Graumann. Guten Tag. Bitte eine Bitte an Sie. Wenn ich Ihnen helfen kann, gerne, Herr Marquardt. Ich brauche unbedingt ein paar Schriftanalysen von Ihnen. Schauen Sie sich mal diese Postanweisung an. Haben Sie einen Kugelschreiber da? Ja. Dann schreiben Sie mal hier ein paar Zeilen drauf. Irgendwas. Na, warum denn? Sie glauben doch nicht etwa, dass ich die Postanweisung... Sagen Sie mal, Herr Kommissar, für wie dämlich halten Sie mich eigentlich? Also schreiben Sie bitte. Wir wollen ja nur beweisen, dass Sie es nicht waren. Mit dem größten Vergnügen. Bitte? Wenn Sie noch mal einen Moment draußen warten wollten. Behandelt wird man hier. Allmählich glaube ich bald selbst, was er da geschrieben hat. Ich bin kein Mörder. Warum nicht arbeiten bis heute Nacht? Du hast Nerven, weil Wochenende ist. Meine Frau macht mir sowieso schon die Hölle heiß, weil ich keinen Abend zu Hause bin. Aber wir doch dadurch viel Geld verdienen. Schwarzarbeit macht sich immer bezahlt, ist doch klar. Keine Versicherungsbeiträge, keine Steuern, aber zu viel ist es zu viel. Die ganze Woche, Mensch, von nachmittags bis abends um 11. Mir langt's. Mir macht nichts, Amico. Ich nichts Frau, ich nichts Kind. Ich nur Amore und Vino. Ja, Amore und Vino. Vino, das ist eine gute Idee. Hier hast du 4 leere Pullen. Und mal neue Bier. Hier ist Geld. Grazie, ich schon ganz eilig. Schon wieder Durst? Ich habe immer Durst, Signora. Wie weit seid ihr mit dem Zimmer im ersten Stock? Morgen ist bestimmt schon alles fertig, Signora Langenfeld. Ich bin ganz sicher. Na, wenn ihr so viele Frühstückspausen macht, dann sehe ich schwarz. Ah, dafür wir arbeiten ganz schnell. Ja, ganz schnell.
Guten Morgen, Herr Blümlein. Tag, Sie sind's, Frau Langenfeld. Ich dachte schon, Tonio wär's. Ja, dann habe ich jeden getroffen, der holt schon wieder Bier. Ich muss Ihnen sagen, Herr Blümlein, Sie machen sich reichlich bequem mit Ihrer Arbeit. Ihr Chef hat mir fest versprochen, dass das Haus bei der Rückkehr von Frau Seewald fix und fertig ist. Und das ist bereits in knapp einer Woche. Ach, da machen Sie sich mal keine Sorge. Wenn wir nächste Woche wieder jeden Abend dranhängen, schaffen wir das leicht. Ja, das will ich auch hoffen. Herr Blümlein! Ja, bitte? Wenn es klingelt, dann machen Sie bitte auf. Und rufen Sie mich. Ich bin unten im Keller in der Waschküche. Ich muss noch die Gardinen waschen. Wird gemacht, Frau Langenfeld. Hallo? Hallo, ist dort die Polizei? Ja, ein toter Mann liegt im Keller. Nein, ich glaube nicht, dass ich mich geirrt habe. Er ist tot. Im Keller in der Waschküche. Steinerstraße 54. Nein, das ist meine Adresse. Roberto Salit. Also, Wiedersehen, Meister. Um 17 Uhr hole ich euch wieder ab. Ja, aber vergessen Sie das nicht, denn heute ist schließlich Sonnabend. Keine Angst, ich will auch Feierabend machen. Warum nicht arbeiten bis heute Nacht? Du hast Nerven, weil Wochenende ist. Meine Frau macht mir sowieso schon der Hölle heiß, weil ich keinen Abend zu Hause bin. Aber wir doch dadurch viel Geld verdienen. Schwarzarbeit macht sich immer bezahlt, ist doch klar. Keine Versicherungsbeiträge, keine Steuern, aber zu viel ist es zu viel. Die ganze Woche, Mensch, von nachmittags bis abends um 11. Mir langt's. Mir macht nichts, Amico. Ich nichts Frau, ich nichts Kind. Ich nur Amore und Vino. Ja, Amore und Vino. Vino, das ist eine gute Idee. Hier hast du 4 leere Pullen. Und mal neue Bier. Hier ist Geld. Grazie, ich schon ganz eilig. Und ich, Idiot, habe das die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch liegen. Na, denen bringe ich das morgen gleich. Die werden sich wundern, du. Vielleicht erklären Sie mir mal, warum Sie diese Postanweisung erst heute bringen. Weil ich sie erst gestern Abend gefunden habe. Das heißt, meine Mutter. Wieso Ihre Mutter? Als sie ihre restliche Post bei mir durchsah. Alles das, was während ihrer Abwesenheit aufgelaufen war. Zeitungen, Reklamezettel, ein paar Rechnungen. Eben die Post, die nicht so wichtig war, als dass ich sie hätte nachschicken müssen. Und jetzt wollen Sie mir einreden, dass darunter auch ganz zufällig diese Postanweisung lag. Aber ich will es Ihnen doch nicht einreden, Herr Kommissar. Es ist wirklich so, ich habe die Postanweisung vorher nie gesehen. Infolgedessen weiß ich auch nicht, an welchem Tag sie gekommen ist. Vielleicht hat sie schon vor dem Mord auf dem Schreibtisch unter den Postsachen gelegen. Diesen Gefallen tut sie Ihnen leider nicht.
Sie ist genau von dem Postamt ausgefertigt, für das der Geldbriefträger Seidel jahrelang Dienst getan hat. Und genau an dem Tage abgestempelt, wo er hat sterben müssen. Und genau mit dieser Posteinweisung hat der Mörder sein Opfer ins Haus gelockt. Aber nicht etwa, um die 20 Mark in Empfang zu nehmen. Hier, die Anweisung ist noch vollständig. Weder ist sie durch Unterschrift quittiert, noch der Abschnitt für den Empfänger abgetrennt. Und für dieses Haus hatten Sie einen Schlüssel? Einen Schlüssel haben andere auch. Ja, aber für den Vormittag des Mordtages ein einwandfreies Alibi beibringen konnten. Während Sie bereits zugegeben haben, unten im Keller gewesen zu sein. Aber doch nicht an diesem Tag. Die Flasche habe ich da erst am nächsten Tag geholt. Am Vormittag. Die Maler sind gerade gekommen. Das wäre ja dann der Samstag gewesen. Der einzige Tag, an dem die Maler schon vormittags gearbeitet haben. Bis jetzt haben Sie aber doch immer erzählt, dass Sie niemand gesehen hat, als Sie im Haus waren. Die konnten mich auch nicht sehen, weil ich mich versteckt gehalten habe. Warum denn versteckt? Wie ich hörte, dass jemand die Tür aufschloss, dachte ich, es wäre Frau Langenfeld. Und der wollte ich nicht gerade in die Arme laufen. Heute erzählen Sie so, morgen so. Wie lange wollen Sie uns eigentlich noch anlügen? Gehen Sie ins Nebenzimmer und warten Sie dort, bis ich Sie wieder rufe. Es ist zum Verrücktwerden. Jetzt habe ich schon geglaubt, er fällt uns um. Und auf einmal schmeißt er uns unsere ganze schöne Theorie mit der Rumflasche über den Haufen. Deshalb kann er aber am Freitag, als Seidel ermordet worden ist, auch dort gewesen sein. Denn da war nur wirklich kein Mensch im Haus. Kann. Wie wollen Sie ihm das beweisen? Je mehr ich über alles nachdenke, desto weniger sehe ich durch. Würden Sie zum Beispiel ein so belastendes Indiz wie diese Postanweisung persönlich bei der Polizei abliefern? Ich hätte sie vernichtet. Der Bursche ist sehr gerissen. Wer weiß, was er damit bezwecken will. Haben wir eigentlich irgendetwas Handschriftliches von Seewald? Das müsste unser Schriftsachverständiger mal vergleichen, ob Seewald womöglich die Postanweisung selbst geschrieben hat. Mensch, Lohmeier, manchmal könnte ich an Ihnen verzweifeln. Eben erklären Sie mir noch, wie gerissen der Bursche ist. Und im selben Atemzug unterstellen Sie ihm so viel Dämlichkeit, und seine selbstgeschriebene Postanweisung höchstpersönlich hierher zu bringen. Sie sagen aber doch selbst immer, die klügsten Verbrecher machen die dümmsten Fehler. Vielleicht haben Sie recht. Zumindest haben Sie mich auf eine Idee gebracht. Lassen Sie wirklich mal unseren Schriftsachverständigen holen. Ich gehe gleich selbst, doch der Graumann ist hier nur zwei Türen weiter. Und der Seewald soll noch mal reinkommen. Herr Seewald, bitte. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wie geht es eigentlich Ihrem Freund Kronacher? Wieder mal mit ihm zusammen gewesen? Seit er hier bei Ihnen war, habe ich ihn... Allen tut sie ihn leider nicht. Sie ist genau von dem Postamt ausgefertigt, für das der Geldbriefträger Seidel jahrelang Dienst getan hat. Und genau an dem Tage abgestempelt, wo er hat sterben müssen. Und genau mit dieser Posteinweisung hat der Mörder sein Opfer ins Haus gelockt. Aber nicht etwa, um die 20 Mark in Empfang zu nehmen. Hier, die Anweisung ist noch vollständig. Weder ist sie durch Unterschrift quittiert, noch der Abschnitt für den Empfänger abgetrennt. Und für dieses Haus hatten Sie einen Schlüssel? Einen Schlüssel haben andere auch. Ja, aber für den Vormittag des Mordtages ein einwandfreies Alibi beibringen konnten. Während Sie bereits zugegeben haben, unten im Keller gewesen zu sein. Aber doch nicht an diesem Tag. Die Flasche habe ich da erst am nächsten Tag geholt. Am Vormittag. Die Maler sind gerade gekommen. Das wäre ja dann der Samstag gewesen. Der einzige Tag, an dem die Maler schon vormittags gearbeitet haben. Bis jetzt haben Sie aber doch immer erzählt, dass Sie niemand gesehen hat, als Sie im Haus waren. Die konnten mich auch nicht sehen, weil ich mich versteckt gehalten habe. Warum denn versteckt? Wie ich hörte, dass jemand die Tür aufschloss, dachte ich, es wäre Frau Langenfeld. Und der wollte ich nicht gerade in die Arme laufen. Heute erzählen Sie so, morgen so. Wie lange wollen Sie uns eigentlich noch anlügen? Gehen Sie ins Nebenzimmer und warten Sie dort, bis ich Sie wieder rufe. Es ist zum Verrücktwerden. Jetzt habe ich schon geglaubt, er fällt uns um. Und auf einmal schmeißt er uns unsere ganze schöne Theorie mit der Rumflasche über den Haufen. Deshalb kann er aber am Freitag, als Seidel ermordet worden ist, auch dort gewesen sein. Denn da war nur wirklich kein Mensch im Haus. Kann. Wie wollen Sie ihm das beweisen? Je mehr ich über alles nachdenke, desto weniger sehe ich durch. Würden Sie zum Beispiel ein so belastendes Indiz wie diese Postanweisung persönlich bei der Polizei abliefern? Ich hätte sie vernichtet. Der Bursche ist sehr gerissen. Wer weiß, was er damit bezwecken will. Haben wir eigentlich irgendetwas Handschriftliches von Seewald? Das müsste unser Schriftsachverständiger mal vergleichen, ob Seewald womöglich die Postanweisung selbst geschrieben hat. Mensch, Lohmeier, manchmal könnte ich an Ihnen verzweifeln. Eben erklären Sie mir noch, wie gerissen der Bursche ist. Und im selben Atemzug unterstellen Sie ihm so viel Dämlichkeit, und seine selbstgeschriebene Postanweisung höchstpersönlich hierher zu bringen. Sie sagen aber doch selbst immer, die klügsten Verbrecher machen die dümmsten Fehler. Vielleicht haben Sie recht. Zumindest haben Sie mich auf eine Idee gebracht. Lassen Sie wirklich mal unseren Schriftsachverständigen holen. Ich gehe gleich selbst, doch der Graumann ist hier nur zwei Türen weiter. Und der Seewald soll noch mal reinkommen. Herr Seewald, bitte. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wie geht es eigentlich Ihrem Freund Kronacher? Wieder mal mit ihm zusammen gewesen? Seit er hier bei Ihnen war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. War doch eigentlich riesig anständig von ihm, ihn gleich mit 6.000 Mark unter die Arme zu greifen. Er hat mir damals erzählt, dass Sie ihm auch mal sehr geholfen hätten. Würden Sie mir vielleicht verraten, um was es dabei ging? Muss ich das, Herr Kommissar? Sie müssen nicht, aber ich würde mich freuen, wenn Sie es ganz offen und ehrlich sagen würden. Naja, es kann ihm heute sowieso keiner mehr einen Strick draus drehen.
Die Sache war so, vor 5 oder 6 Jahren hat Kronach einmal, er war völlig pleite, auf einem Wechsel mit falschem Namen quergeschrieben. Der Mann, der ihm das Geld gegeben hat, es waren nur 500 Mark, wurde plötzlich misstrauisch und da habe ich den Wechsel schnell zurückgekauft. Dadurch war Kronacher natürlich aus dem Schneider. Konnte er denn seine Schrift so gut verstellen? So gut nun wieder nicht, sonst wäre der Geldmann ja nicht stutzig geworden. Ich hätte da noch eine Frage auf dem Herzen. Unterstellen wir einmal, Ihre Theorie stimmt. Könnten Sie mir dann erklären, wie ich die von innen verschlossene Tür dem Postbeamten geöffnet habe, wo ich doch, wie von Ihnen selbst zugegeben, gar keinen Schlüssel mehr hatte? Sie hätten mich direkt enttäuscht, wenn Sie nicht mit diesem Einwand gekommen wären. Bitte, Herr Lohmeier. Dieses Schloss ist ja mal in die Tür eingesetzt worden. Ergo kann man es auch wieder rausschrauben. Ich sag's ja, von der Polizei kann man nur lernen. Bitte, Frau Langenfeld, bestätigen Sie doch Herrn Benning, dass dieser Schlüssel, den wir bei ihm gefunden haben, zur Außentüre der Waschküche gehört. Ich behaupte nämlich, ihn nicht zu kennen. Tut mir leid, Herr Kommissar, aber den kenne ich auch nicht. Aber Frau Langenfeld, das ist bestimmt der verschwundene Schlüssel. Bitte gehen Sie doch in den Keller und beweisen Sie es, Frau Langenfeld. Das ist gar nicht notwendig. Am nächsten Tag habe ich den Schlüssel gefunden. Er ist hier vom Schlüsselbrett runtergefallen und lag unter der Kommode. Das hier ist der Waschkellerschlüssel. Schade um das schöne Indiz. Aber vielleicht kann ich Ihnen jetzt mal helfen, Herr Kommissar. Es könnte nämlich sein, dass ich bin ein bisschen schlampig, aus Versehen den Zimmerschlüssel von oben mitgenommen habe. Vielleicht ist er das. Sie können ja mal nachsehen. Es tut mir wirklich leid, dass Sie sich so viel Mühe mit mir gemacht haben, aber wenn ich die Aufklärung mit dem Schlüssel gekommen wäre, dann hätte das wirklich übel ausgesehen. Ihre Indizien hätten mir bestimmt den Hals gebrochen. Diesmal hat er Benning wirklich die Wahrheit gesagt. Es war sein Zimmerschlüssel. Da können Sie mal sehen, Frau Langenfeld, wie schnell man unschuldig in so eine Sache reinschlittern kann. Hoffentlich ist mir Frau Seewald nicht mehr böse. Keine Angst, das bringe ich schon wieder in Ordnung. Ah ja. Sie und Ihren Kollegen brauche ich hier nicht mehr. Dürfte ich schnell noch mal in den Keller gehen? Vielleicht ist doch noch etwas übersehen worden. Ich glaube es zwar nicht, aber... Muss ich mitgehen? Nein, auf keinen Fall. Danke. Sicher ist der Benning so nett und führt uns, nicht? Ich war erst einmal unten. Aber gerne, Herr Kommissar. Der Keller ist mir ja nicht unbekannt. Ich bin sogar überzeugt, dass der Täter sein Opfer nur bewusstlos schlagen wollte. Woher hätte er wissen sollen, dass Seidel, wie die Obduktion ergab, schwer herzkrank gewesen ist? Bei solchen Menschen genügt oft ein starker Schock, sich zu töten. Aber ob Totschlag oder Mord aus niederen Beweggründen, darüber zu urteilen, wird Sache der Richter sein. Er ist bestimmt vom anliegenden Grundstück über die Hecke dort gekommen. Denn zur Haustüre hat er ja ohne Schlüssel nicht reingekommen. Außerdem hat er dadurch vermieden, dass man ihn von der Straße aus hätte beobachten können. Sie wären ein guter Kriminalbeamter geworden. Sicher nicht. Ich habe mir nur überlegt, wie ich es als Täter gemacht hätte. Dann wären Sie ein noch besserer Verbrecher geworden. Nur, dass er nach seiner Tat wieder denselben Weg zur Flucht benutzt hat, ist einwandfrei festgestellt. Denn er hat ja den Totschläger und die Handschuhe noch in die Mülltonne dort geworfen. Ach ja, die Handschuhe. Deshalb haben Sie wohl auch keine Fingerabdrücke gefunden. Rein gar nichts. Das ist ja das Dumme. Damit kriegen wir ihn nie. Deshalb sind ja selbst am Waschhausschloss keine Spuren von ihm zu finden. Was er doch nachweislich vorher noch geölt hat, weil es so verrostet war. Alles leuchtet. Die Karte ist das Füssen im Allgäu, Fremdenheim Edelweiß. Da muss wieder ein Kollege am Ort einspringen. Und der Jochen ist wirklich nicht gefahren? Warum überrascht Sie das? Er hatte doch kein Reisegeld. Wussten Sie das nicht? Doch, doch. Aber ich hätte nie gedacht, dass er seinen Plan so schnell aufgeben würde. Er ist im Herren. Er arbeitet in einer Autowerkstatt. Aber wieso wissen Sie das nicht? Sie waren doch immerhin... Befreundet, ja. Aber wir haben uns getrennt. Sehr plötzlich. Finden Sie nicht auch? Wieder mal gestritten. Da habe ich gedacht, das halte ich nicht mehr aus und bin nach Hause gefahren. Zu Ihrer kranken Mutter. Krank? Wieso? Das war wirklich eine gute Idee von dir, dass du mich mit dir hergenommen hast. Der Gedanke, dass ich... Reg dich nicht auf, Mama, wir können doch nichts mehr ändern. Willst du lieber Thunfischsalat oder Wiener Würstchen? Würstchen. Hast du eine Ahnung, wie oft wir Fisch zu essen gekriegt haben? Einmal in Kairo. Oder war das in Beirut? Warte. Da auf dem Schreibtisch liegt deine Post. Ganz schöne Unordnung. Da hat sich nichts verändert, seit ich verreist war. Du weißt doch, Mama, es nützt nichts mehr. Also, in Kairo. Übrigens, heiß ist das dort gewesen.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Sogar die Italiener, die an Bord waren. Finanzamt. Was soll die Bank erledigen? Schwarzbrot oder Weißbrot? Schwarzbrot natürlich, wie ich mich danach gesehnt habe. Übrigens, ich bin sehr gerne wieder nach Hause gekommen. Das ist typisch du. Ja. Sparst du auf deine sogenannte Traumreise, dann kannst du nicht erwarten, bis du wieder nach Hause kommst. Na, mach dich nur lustig. Hast du die Zeitung nicht bezahlt? Nur, ich wusste nicht recht, ob ich sollte. Ja, aber natürlich solltest du. Was? Bennings haben gekündigt? Das ist eigentlich schade. Es waren sehr nette Mieter. Jetzt bin ich ganz allein im Haus. Gerade jetzt. Wir finden schon wieder ein nettes Ehepaar für dich. Frau Langfeld musste ich eben öfter besuchen. Du, wie geht sie denn? Hat sie meine Post gekriegt? Das weiß ich nicht. Wieso weiß ich nicht? Das wird sie dir doch gesagt haben. Was ist denn das? Wer schickt mir denn da 20 Mark? Schau mal. Flemming, Lichterfelde Ost. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Übrigens, über Frau Langfeld habe ich mich ganz schön geärgert. Du, Moment mal. Zeig mal das Datum. Was hast du denn? Was war denn mit Frau Langenfeld? Aufgegeben am 1. am 3. ist es passiert. Dann habe ich ihn bereits in Ihrem Namen für Montag früh um 10 Uhr hierher eingeladen. Eine feine Umschreibung dafür, den Kerl auf mich abwälzen zu wollen. Aber kein Gedanke, Chef. Schließlich wissen Sie selbst am besten, wie gerne ich arbeite. Nun, dann mache ich ihm bestimmt eine große Freude, wenn ich Sie ab Montag früh auf das Studentenehepaar Benning ansetze. Warum eigentlich? Die sind doch schon vor 5 Tagen ausgezogen und machen Ferien. Trotzdem. Bei der üblichen Routinenachfrage ist eruiert worden, dass die beiden ja gar nicht polizeilich gemeldet waren. Guten Tag. Guten Tag, bitte. Mein Name ist Lohmeier. Ich komme mit einer Bitte. Ich suche die Adresse eines Studentenehepaars, das hier bei Ihnen belegt hat. Jochen und Christiane Benning. Ja, darf ich fragen, in welcher Angelegenheit es... Oh, Kriminalpolizei. Kein Grund zur Aufregung. Ich brauche das Ehepaar lediglich für eine Auskunft. Es handelt sich dabei um eine Sache, bei der die beiden mir eventuell behilflich sein könnten. Ja, gerne. Ich schaue gleich mal nach. Den Benning kenne ich, aber der ist nicht verheiratet. Hier ist die Karte. Jochen Benning, Herne, Westfalen, Bismarckstraße 6. Und die hiesige Adresse? Ja, die ist leider nicht eingetragen, wahrscheinlich vergessen worden. Aber vielleicht kann mein Freund Ihnen helfen. Der kennt die Bennings nämlich. Ernst, komm doch mal her. Herr Ulrich, mein Kommilitone, Herr Lohmeier von der Kriminalpolizei. Sie kennen die Bennings, Herr Ulrich? Ja, Jochen Benning, wenn Sie den meinen, aber der ist nicht verheiratet. Ach, aber da gibt es ja noch Christiane, auch Studentin und... Das ist eine Freundin, die hat ja auch belegt, Germanistik. Sie kennen Herrn Benning schon lange? Ungefähr 5 Semester. Er kam damals aus Westdeutschland von der Uni in Bonn, hat sich dann hier immatrikuliert. Ich glaube, hauptsächlich wegen Bares. Herr Ulrich, ich möchte hier nicht stören. Könnten wir uns vielleicht einen Moment draußen unterhalten? Aber gern. Danke. Da bin ich ja ganz falsch informiert. Und ich dachte immer, die beiden sind verheiratet. Nur befreundet, aber schon lange. Vielleicht haben Sie sich zu einer Vermieterin, sind darauf sehr komisch. Wem sagen Sie das? Ich bin auch Junggeselle. Aber um nochmal auf Jochen Benning zurückzukommen. Wissen Sie zufällig, ob er noch hier ist oder vielleicht nach Hause gefahren? Na, das glaube ich nicht. Am letzten Tag vor Semesterschluss hat er mir erzählt, dass er in die Türkei will. Er ist genau wie ich Kunstgeschichtler und in Anatolien werden jetzt gerade Ausgrabungen gemacht. Und Schwanger Christiane? Ob die mitgefahren ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber warten Sie mal, Ihre Freundin, die Moni von Wiese, die muss es wissen. Kann man die irgendwo erreichen? Ja, sie müsste im germanistischen Seminar sein. Kommen Sie, ich bringe Sie hin. Die Gänge hier sind nämlich der reinste Irrgarten. Ich bin nur froh, Herr Kommissar, dass meine Mutter noch in den Ferien ist. In 4 Tagen, wenn sie zurückkommt, ist vielleicht über die ganze unangenehme Geschichte schon etwas Gras gewachsen. Finden Sie es nicht etwas leichtfertig formuliert, einen Raubmord so einfach als unangenehme Geschichte abzutun? Außerdem, dass in 4 Tagen Gras darüber gewachsen sein wird. Sie wollten doch noch mal die Maler überprüfen lassen, Chef, ob Sie tatsächlich gestern Vormittag auf dem Neubau gearbeitet haben. Habe ich bereits. Ja, Sie sind dort gewesen. Einwandfreies Alibi. Ich glaube, die können wir ruhig ausklammern. Aber das hier, was ich eben bekommen habe, ist nicht uninteressant. Die angeforderten Recherchen über unseren Musterknaben Seewald. Betrugsanzeige von Dr. Rudolf Weiland gegen den Makler Horst Seewald betrifft Immobilienschwindel. Na, ganz schön schon. Zahlungsbefehle, einstweilige Verfügung, Gerichtsvollzieher. Aber letzten Endes hat er doch stets bezahlt. Aber immer erst unter Androhung einer Gefängnisstrafe. Sagen Sie, was Sie wollen. Der Mann ist mir recht sympathisch.
Denn schließlich ist er der Einzige, bei dem ich nicht mehr so ganz im Dunkeln tappe. Ich hoffe, der Herr wird mir noch einiges erzählen können. Und da ich ein vorausdenkender Mensch bin, habe ich ihn bereits in Ihrem Namen für Montag früh um 10 Uhr hierher eingeladen. Eine feine Umschreibung dafür, den Kerl auf mich abwälzen zu wollen. Aber kein Gedanke, Chef. Schließlich wissen Sie selbst am besten, wie gerne ich arbeite. Nun, dann mache ich ihm bestimmt eine große Freude, wenn ich Sie ab Montag früh auf das Studentenehepaar Benning ansetze. Warum eigentlich? Die sind doch schon vor 5 Tagen ausgezogen und machen Ferien. Trotzdem. Bei der üblichen Routinenachfrage ist eruiert worden, dass die beiden ja gar nicht polizeilich gemeldet waren. Guten Tag. Guten Tag, bitte. Mein Name ist Lohmeier. Ich komme mit einer Bitte. Ich suche die Adresse eines Studentenehepaars, das hier bei Ihnen belegt hat. Jochen und Christiane Benning. Ja, darf ich fragen, in welcher Angelegenheit es... Oh, Kriminalpolizei. Kein Grund zur Aufregung. Ich brauche das Ehepaar lediglich für eine Auskunft. Es handelt sich dabei um eine Sache, bei der die beiden mir eventuell behilflich sein könnten. Ja, gerne. Ich schaue gleich mal nach. Den Benning kenne ich, aber der ist nicht verheiratet. Hier ist die Karte. Jochen Benning, Herne, Westfalen, Bismarckstraße 6. Und die hiesige Adresse? Ja, die ist leider nicht eingetragen, wahrscheinlich vergessen worden. Aber vielleicht kann mein Freund Ihnen helfen. Der kennt die Bennings nämlich. Ernst, komm doch mal her. Herr Ulrich, mein Kommilitone, Herr Lohmeier von der Kriminalpolizei. Sie kennen die Bennings, Herr Ulrich? Ja, Jochen Benning, wenn Sie den meinen, aber der ist nicht verheiratet. Ach, aber da gibt es ja noch Christiane, auch Studentin und... Das ist eine Freundin, die hat ja auch belegt, Germanistik. Sie kennen Herrn Benning schon lange? Ungefähr 5 Semester. Er kam damals aus Westdeutschland von der Uni in Bonn, hat sich dann hier immatrikuliert. Ich glaube, hauptsächlich wegen Bares. Herr Ulrich, ich möchte hier nicht stören. Könnten wir uns vielleicht einen Moment draußen unterhalten? Aber gern. Danke. Da bin ich ja ganz falsch informiert. Und ich dachte immer, die beiden sind verheiratet. Nur befreundet, aber schon lange. Vielleicht haben Sie sich zu einer Vermieterin, sind darauf sehr komisch. Wem sagen Sie das? Ich bin auch Junggeselle. Aber um nochmal auf Jochen Benning zurückzukommen.